nimm da die Uhr und gib's ihr halt wieder. Jetzt habe ich die Pointe versaut. Voll komisch. Wir sind alle so nah dran, gell? Ja. Es wirkt echt wie in der Kneipe. Also jetzt läuft gerade das Lied so und jetzt wird es langsam losgehen. 3, 2, 1, Ankündigung. Ja, was soll ich denn sagen? Du musst laut und deutlich sprechen und sagen, was du jetzt mal hier an. Einfach also, laut und Leute du deutlich sprechen. Begrüßt ja. Man die Leute. Mal begrüßen. Hallo ihr Lieben, oder? Okay. Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder. Das ist gut. An, ja. Wir sind's wieder von Nostarafo TV und ich wünsche euch viel Spaß. Bei was denn? Bei den Antworten der Kommentare. Ah, okay. Ah, weißt doch schon ein bisschen was. Ich habe ausgesehen informiert. Oh, das toll. Ja, du hast den Gag kaputt gemacht. War das jetzt die Ankündigung? War. So ein bisschen, ja. Schön. Jo. Er hat gefragt, welche Videos wir kommentieren. Da habe ich halt gesagt, nein, wir kommentieren Kommentare. Das, so. Das ist nämlich die Kommentare-Kommentiershow. Ja, ja. Voll geklaut. In der Kommentare-Kommentiershow von YTT zu GTA 5, na, rate mal, wer da kommentiert wurde und wer besser war als das Video. Ja, und ratet mal, wer diesen Kommentar übrigens übergangen hat, dass unser Video besser ist als das schon. Ja. Jo, hey Leute, na, was geht ab? Das war der Markus gerade, der hat nicht so den Plan, was wir hier gerade machen, aber er ist trotzdem da, ja. Weil wir mit Markus schon ein cooles Musikvideo gemacht haben. Das ist jetzt noch nicht so erfolgreich, aber das kommt noch. Das wird noch wir. Das kann ich jetzt mal einblenden. Dort liegen sie im Sand, lassen sich verwöhnen, von der Sonne braun gebrannt und lassen sich ihre Haare föhnen. Im Bikini laufen sie alle an mir vorbei und keine schaut zu mir zurück. Würde alles zerschlagen, ruft doch die Polizei. Wieso haben andere eine Freundin und damit Glück? Jetzt ist wie kann man nur so solche Gefühle ausdrücken über Mädchen? Das hat mich jetzt tief berührt. Also und das da drüben ist Jan-Hendrik Dreier, der war ja schon mal dabei. Jens Hendrik oder der ist auch bekannt von Julian. Ja, ich soll übrigens alle von Margarete grüßen, die kann halt leider nicht da sein. Ja, und ich soll auch alle von meiner Mama grüßen. Die kann auch nicht da sein. Mama geht's gut. Ja, die kann leider heute auch nicht dabei sein. Ja. Okay. Dann hätten wir gleich den ersten Kommentar. Der wurde als Spam gekennzeichnet von Noboston 1337. Hässliches Video. Würde ich nicht gucken wollen. Ja, oh Mann, wir sollten uns erschießen. Ey, ich glaube, der trollt voll, Mann. Das war voll der erste Kommentar. Ja. Aber der nächste, der trollt nämlich nicht. Mal ehrlich, wer schaut sich diese zweistündigen Videos eigentlich an? Doppelpunkt.de. Der wurde gleich übelst gedisst mit einem anderen, der geantwortet hat. Ich. Ja, ganze 2 Daumen nach oben. Meine Fresse. Ja. Naja, genau. Das ist so. Es gibt halt Leute, die gucken das sich gerne an, was unsere Meinung zu euch ist, weil wir einfach mal interagieren wollen mit den Fans. Ja, wir sind natürlich nicht so liebevoll wie bei Titi in ihrer Kommentare-Kommentiershow, aber wir geben uns ein bisschen keine Mühe. So. Heißt die echt Kommentare-Kommentiershow? Übel, gell? Ja, die heißt so. Da gibt es so einen catchy Jingle. Ja, wie geht der? Kommentare-Kommentiershow. Ja, gell, wir haben Watch. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das sagt mir was. Dazu wollte ich nämlich sagen, hey, ihr müsst es ja gar nicht anhören. Ihr könnt das ja auch beim GTA zocken anhören. Hören. Andersrum, ihr müsst es nicht anschauen, ihr Hodens. Ja, einfach GTA, Radio mal kurz ausmachen, Boxen auf. Alex Wayne nämlich sagt, kann nicht gucken, muss GTA spielen. Ich habe mir ganz viele Podcasts angehört, während ich zum Beispiel Golf gespielt habe. Da brauchst du den Ton ja nicht, weißt du? Jo. Und ich habe übrigens Golf geholt. Was? Da wäre Multitasking von Vorteil so. Ja. Also. Ja. Der Markus ist übrigens, was ist der? Ist der in eurer Klasse? Der war mal in unserer Klasse. Ich weiß halt nicht, wie die Verhältnisse jetzt sind. Ja, ich war in der Waldorfschule und ist jetzt in Mönchengladbach. Jetzt bin ich in Mönchengladbach und mache eine Ausbildung zum Klavierbauer und das ist alles ja toll, aber die Stadt gefällt mir nicht so und ja. Sind nämlich auch nur übelst wenig Leute irgendwie, Einwohner? Was? Einwohner? Nee, da gibt es 250.000 Einwohner. Gut, ich habe nichts gesagt. Das ist mehr als hier. Mehr als, ja. Ja, was macht man als Klavierbauer? Ich muss die Zeit hier ein bisschen überbrücken, ich hab's verkackt. Klaviere? Vielleicht, ja, okay, da werden die Klaviere gewartet und
Also man wartet nicht auf die Klavier. Man wartet, während sie gewartet werden. Ja. Da bumm. Der Kunde zum Beispiel. Ja, ich muss dir die Kommentare holen. Wo soll ich denn hin aschen? Asche mal. Auf meine Hose am besten. Ja, ja, tut mir leid, jetzt haben wir deins übergangen. Man baut Klaviere und wartet die. Und wartet darauf. Du hast es gut. Was? Ich hab unbedingt dein... Nein, Anna hat Asche gesagt. Ja. Und dann musste ich... Dann musstest du... Alter, ich hab keinen Aschenbecher. Das, was die Kamera getroffen hat. David und David, das ist ich kann das doch nicht erfunden, wenn ich nicht abwaschen, da ist schon Asche drin. Ja, ihr Hitlers übrigens, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, Daniel und Kalle sind nicht da. Ja, genau. Das sind nämlich Spasten. Genau. Die sind jetzt erstmal 3 Monate nicht verfügbar für euch, weil die euch nicht leiden können. Ja. Du bist einfach nur neidisch, kann es sein? Nein, bin ich nicht. Ist er wohl. Nee, ich habe mit Kalle und Daniel kurz vor der Abfahrt nochmal geredet und da meinte er, sag's nicht weiter, aber ich kann die Fans echt nicht leiden. Ja. Wir können die echt nicht leiden. Wir gehen jetzt mal nach Amerika und gucken, ob da vielleicht coolere Leute gibt. Ja. Die Fans von Remy oder so. Ja, die sind verstärkt in Frankreich, aber ja auch. Ja, das sind Spasten. Was hat das mit Verlusträgern? Nach den 3 Penissen Monaten gibt's vielleicht eine Aufklärung für den Bastard-Move. Wer weiß. Oh, ja. 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 Wie auch immer. 2 Stunden ist echt ein bisschen lang, aber dafür würde ich ziemlich, werden auch ziemlich viele Kommentare beantwortet. Das stimmt. Ja, wir versuchen das ja so ein bisschen im Rahmen zu halten. Ne? Die sind alle von WTT beeinflusst, die 3 Minuten irgendwie ihre Com-Com-Show machen und da irgendwie das runterrattern. Das klingt so scheiße, Alter. Com-Com-Show. Nein, wir haten ja WTT nicht und so. Das ist in der Nase gelandet, letztes Bier. Ja? Geil. Kennst du YTT? Bist du so aktiv YouTube-Schauer? Oder? Ja, also ich schaue gerne auf YouTube, aber YTT, das ist nicht so meins. Also, es war mal cool, aber es wird immer schlechter. So. Als sie ganz neu gerade waren, als sie gerade ganz noch kurz bevor sie durchgestartet sind, da habe ich die so richtig im Herzen gemocht. So. Geteilt auch auf SchülerVZ. Warst du da? Ja, ich fand das auch voll cool. Ich habe nicht dich ausgelacht, nur SchülerVZ. Ja, richtig. Du warst auch bei SchülerVZ. Ich war da auch. Du hast mir sogar bei irgendeinem Wettbewerb auf die Pinnwand gepult. Wie hieß das damals? Ist das Pinnwand? Ja. Das heißt heute nicht mehr Pinnwand. Genau, auf die Pinnwand gepostet. Ja, wir nehmen an so einem Wettbewerb teil. Ich will ja nicht nerven, aber genau. Das ist bei jedem gepostet und das war der letzte, den ich dann hatte. Gar ja, meiner nicht. Auch. Ich hab's dann auch gelöst. Gar nicht, ihr lügt. Ja, doch, damals. Da kanntest du mich noch nicht. Also nicht richtig. Ja, das war die Zeit, wo wir uns alle 3 Jahre gesehen haben. Nur so. Oh. Bei Geburtstagen von Uwe. Uwe. Du hast ihn wenigstens gesehen. Ich wollte dich auf Geburtstag finden. Ja. Jo. Der nächste Haller hier sagt Staubsauger-Simulator. Der Staubsauger. Staubsauger-Simulator, das ist doch nicht. So kann man auch seinen Dullerhand verlängern. Ja, mit dem Staubsauger. Soll ich den programmieren oder was? Na, hau endlich mal ein Let's Play von einem Kloputzfrau-Game raus. Ja, das wolltest du doch mal. Da muss ich es aber erstmal fertig entwickeln. Das ist seit einem Jahr auf Eis. Ja, ich hab gesagt, egal. Kennst du das? Hast du mal gesehen? Was du machst? Das hat echt Potenzial. Ja, das wirklich. Ja, hat es mir schon mal gezeigt, aber... I know the way. Ja, genau. Gurkensessels Kommentar ist sehr gut. Mehr mit dem Skinhead, bitte. Oh ja, das ist gut. Ich bin ja jetzt auch Skinhead hier, Leute. Hier hinten, das sieht mega scheiße aus. Muss ja so aussehen als Walter White, dass nicht so gemeint, dass ich keine Haare habe und so. Deswegen habe ich das da hinten gekürzt und das sieht jetzt echt ein bisschen dummer aus. Oh, aber jo, Robert meint er damit. Klatze, Katzen. Und ja, mit Robert machen wir mehr. Der kommt auch das nächste Mal ans Feedback wieder. Und das Hitman-Video kommt jetzt auch demnächst bald mal. Echt geil. Und hypen. Das Gamescom-Video kommt auch wieder, Leute. Vielleicht ist es schon wieder draußen, wenn das hier das Video jetzt rauskommt. Apropos Gamescom-Video, wir haben ja so eine Insider-Info. Hey, wir haben da ja so eine Insider-Info. Ihr habt es jetzt vielleicht schon in die Giga-News gehört. Alter, laber nicht. Okay. Ja, wir haben da Insiders, die eventuell schon Outsiders sind, wenn dieses Video hier out... Das wäre das Geile, wenn jetzt das gerade eben... erst gesagt wird und wir wissen, dass eine Minute, wenn das Video später kommt, schon, dann denken wir, haben das Video in einer Minute gemacht. Das denkt man. Alter, jetzt bin ich schon verschreckt aus den Kommentaren raus. Überbrück das mal mit noch so einem schlechten Witz. Markus, was machst du sonst auch so gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit? Ich spiele ein Instrument. Was spielst du denn? Eine Posaune. Eine Posaune. Ja. Und da geht es echt mal... Auf und runter. Töne tief, Alter. Ja, das ist nicht einfach, ja. Oh Mann. Ja,
Der nächste Kommentar ist wieder von... Der ist perfekt zum Überbrücken. Ja. 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 Überleg dir schon mal die nächste Story. Ich lasse das ein. So, der nächste ist wieder Chala 4. Sorry, wenn ich nochmal nachhacke. Aber was genau ist denn mit dem Gamescom-Video passiert? Ich habe mir natürlich, hab's mir natürlich angeschaut und fand es echt toll. Doppelpunkt D. Ich verstehe nicht, was Giga da vorgeworfen wurde. Ja, Sexismus, wie uns auch. Also Giga wurde vorgeworfen, dass sie als Kontrollinstanz versagt haben, weil die hätten ja sehen müssen, wie schlimm das Video ist, haben es aber trotzdem rausgehauen. So. Ja, und das fand ich dann ein bisschen kacke, dass da Giga so den Shit abgekriegt hat, deswegen hatte ich es erstmal auf nicht gelistet gestellt. Jo. Und dann war scheiße. Ja, war halt. Also es war halt echt kacke, weil uns macht das ja nichts aus, wie damals bei dem mit Reddit hier, wo wir übelsten Hate abgekriegt haben wegen den Memes. Da habe ich mir auch gedacht, ja, ist ein bisschen bitter jetzt, weil die Bewertung von dem Video nicht mehr repräsentativ ist. Aber an sich ist das ja uns scheißegal, wenn wir da den Hate abbekommen. Aber wenn dann Giga wegen uns in die Scheiße geritten wird, ist das dann schon ein bisschen behindert. Möchtest du es laut sagen für die Fans? Nein, heute ist halt ein kammlicher Tag. Ja, okay, also, ne, das Video wird wahrscheinlich jetzt wieder hochgeladen sein oder in den nächsten Tagen kommen, wenn das Video hier raus ist. Vielleicht wird es ja nochmal neu geschnitten. Da ist auch so ein kleiner Disclaimer am Anfang und ansonsten ist das alles geregelt. Da hat sich halt auch noch eine beschwert, weil sie wollte nicht gefilmt werden. Das war halt ein bisschen behindert, weil ich da mit verbundenen Augen durch bin und da konnte man halt auch nicht mehr alles rekonstruieren, wenn ich da jetzt irgendwie berührt habe oder so. Also mit der Kamera. Und, Außer mit der ja, Kamera. Ja, aber in der Hitze des Gefechts, die Leute waren ja alle wieder weg. Das ist ja eine Messe von. Muss jetzt nicht so krass ausführen, wir hatten es ja schon ganz groß. Ja, er wollte ja nochmal nachhacken. Ja, dann hack nochmal kurz, aber mach eine Kurzfassung. Ja, hab ich ja jetzt. Gut. Ich bin schon fertig. Stay Nable sagt Beine oder Arme? Beides. Weil ich dann aussehen würde wie Rayman. Aber der hat ja. Aber ja, der hat ja noch Füße und Hände. Ne, der hat ja wenigstens so Magnet oder so ein Zeug. Das war, bist du mal interaktiv jetzt hier? Letzte Folge hatten wir die Frage, Beine ab oder Arme ab? Wenn du dich entscheiden müsstest. Oder was wäre dir weniger schlimm? Also ich würde lieber sagen Arme ab, weil man kann dann immer noch in der Welt herumspazieren, außer man läuft halt auf den Händen und Ja, aber wenn du auf den Beinen durch die Welt spazierst und fällst, dann hast du echt dick Arschkarte. Ja, also, das geht schon. Als Grommel kann ich auch aufstehen. Aber man kann auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann finde ich irgendwie das Beine ab. Ja, wenn man schon im Rollstuhl sitzt, kann man die Beine ruhig abmachen. Ja, stimmt. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du die Arme absägen würdest. Ja. Nur falsch gefahren. Ja, war auf jeden Fall super krank jetzt. Hey, richtig gut, dass du da bist. Mann. Ach, Mann. Ja, aber interessant, dass du Arme sagst, weil letztes Mal hatten wir, glaube ich, einstimmig alle gesagt, nein, Beine nicht. Ja, würde ich auch sagen. Wie nicht? Nicht. Doch, hatten wir. Beine ja, ich ab. Glaube. Also ich habe überhaupt nichts gesagt. Weil du mit den Händen mehr machen kannst, ist es so. Weil Zocken und Musik. Ja, das stimmt. Malen, schreiben. Harry's halt. Naja. Gunne 619, was haltet ihr davon, dass Eddie und Nils die Webshow zu Promi Big Brother moderieren? Das sagt euch bestimmt gar nichts, oder? Doch. Oder was? Dir vielleicht, ja. Eddie, Etienne Gardet und Nils Bomhoff. Promi Big Brother ist an dir vorbeigekommen? Also das Promi Big Brother ist habe ich mitbekommen und die beiden da, die kennt man ja eigentlich. Ja, so du kennst sie. Die. Achso, nicht? Du flüchtig. Und so. Ich weiß nicht, wer jetzt wird? Schlimm. Na, von Game One, Mann. Also so, früher von Game Giga, Eddie und Nils. Keine Ahnung, bin ich. Ey, ich hab dir vorhin gesagt, dass Nils Baumhoff ein guter Typ ist. Okay, beide das ist cool. Eigentlich gute Typen, aber. Ja, Eddie natürlich auch, Leute. Ja, was sage ich dazu? Erstmal Gratulation, Simon Desue, vierten Platz belegt. Ich habe mir nichts angeguckt davon, aber das habe ich mitgekriegt. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich wusste, dass er da war. Also wie schnell ging denn das jetzt rum? Oder zwei Wochen waren das nur. Ach so. Und was soll ich dazu sagen? Die haben das garantiert nicht gemacht, weil sie eine Leidenschaft für Big Brother haben, sondern einfach wegen dem Geld und wegen den Aufstiegschancen. Weil Big Brother ist eigentlich schon eine große Sache so. Und wenn man da. Aber die machen ja auch nur die Webshow. Also. Ja. Ich hab's ja angeguckt, ist halt nach wie vor so ein lustiger Typen, aber Big Brother interessiert mich halt null, deswegen. Ja. Aber jetzt Bomhoff. Etienne mag mich übrigens nicht wegen dem Gamescom-Video. Der hat da auch über Twitter rumgesagt, dass ich nicht so cool bin. Hast du ihm wenigstens so gesagt? Halt voll der Assi-Sexist und so. Ja. Chala 4.
spammt wiederum: Könnt ihr mir keine bessere Verwendung eines Nachmittags vorstellen als ein Nostera-Feedback? Guter Mann. Auch wenn ich bei eurem großen Brüller meinen Dürüm gegen meinen Bildschirm spielen habe, der übrigens von Munzur war. Oh. Falafir ist einer aus Weimar, das heißt, besitzt gibt es auch mehrere Munzurs. Genau. Das kann natürlich sein. Das ist extra nach Weimar gereist und hat sich dann einen Computer gekauft. Falafir, schreib in die Kommentare, wo du herkommst. Yeah. Dann kommen wir zu dir nach Hause. Ich würde auch so gerne GTA 5 zocken und nicht zuletzt wegen eures Videos. Leider habe ich keine Konsole. Jo, sondern bitter. PC, naja. Kommt's raus, kommt's nicht raus. Von sich jetzt für PlayStation 4? Die wären dumm, wenn es nicht rauskommt. Für PC. Für PC, ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon offiziell raus ist. Eines der besten Feedbacks, an die ich mich erinnere, die homoerotischen Begleitspastiken in der. Machst du ja Petra gerade dumm oder was? Hä? Petra war gar nicht da. Oder? Ey, das war doch nur. Geil. Nur ein kleiner Gag. Sag. Ja, in der rechten Ecke waren sehr schön. Also er meint zwischen mir und Sami. Ja, die waren okay, sehr schön, gut. Weil Sami und ich, wir haben uns ewig nicht gesehen. Sind ja früher in eine Klasse gegangen und jetzt ist er in Rumänien. Ich weiß gar nicht, ob wir das so gesagt haben, das letzte Mal. Und da ist natürlich klar, dass man sich da mal ein bisschen berühren muss. Mhm. Pixel Hunter, hallo zusammen. Achso, wo ich meine Parkour-Skills her habe. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe keine Parkour-Skills, einfach nur im Schwanzibad bei uns in Weimar 2010 einen Monat lang ein paar Saltos gemacht. That's it. Und das andere ist alles naturgegeben. Aber dass ich nicht so Parkour-Skills habe, sieht man ja zum Beispiel an dem Assassin's Creed-Ding, wo ich runterfalle und so. Also, das wäre, glaube ich, einem übelsten Skilly-Typen nicht passiert. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. War trotzdem schön. Das war jetzt geil. Und du, Parkour? Parkour mit Fahrrad. Ja, stimmt. So mit Wände hochklettern. Ich mach Parkour mit Fahrrad. Fahrradparkour wie in der Dingsschule. Hier in der Fahrschule. Also Fahrrad. Ach so. Fahrradschule. Das hatten wir in der 5. Klasse gehabt. Ja, Fahrradschule bei Herr Honcher. Herr Honcher, ja. Hat es auch bei Herr Honcher, glaube ich. Honcher. Wir auch. Jeder hatte bei Herr Honcher. Das ist ewig her. Der war da schon so alt. Oh. Als wir guten Morgen gesagt haben, haben wir im Chor gesagt, guten Morgen, Herr Polizist, weil wir nicht wussten, wie er hieß. Genau. Alter, ihr habt fast so geile Storys aus der Schule wie ich. Also, das ist die Waldorfschule. Jetzt echt ab. Das ist so böse, ey, wirklich. Ey. Letztens ist was Lustiges passiert. Warum? Die Kunstlehrerin kam rein. Und die hat Radieschen falsch ausgegraben. Da ist sie ja ruhig. Was? Nee, jetzt kann ich nicht mehr erzählen. Nee, sag mal. Jetzt bin ich beleidigt. Was ist die Geschichte noch schlechter als die mit dem Radieschen? Dass sie jetzt schlecht dasteht. Ja, die kam rein. Die ist jetzt weiter, ich komme später nochmal drauf zurück. Okay, das ist der Cliffhanger jetzt. Ja, jetzt wissen wir. Und ich mache keinen Timestamp in die Beschreibung, das müsst ihr schon selbst finden. So, lass uns mal loben jetzt von The Nike Star. Ich finde es richtig geil, dass ihr euch immer die Zeit nehmt, um die Fragen zu beantworten. Das finde ich richtig geil, dass ihr euch die Zeit nehmt, um euch anzuhören, wie wir die Fragen beantworten. Genau, und wir kriegen Geld dafür. Einen Haufen Batzen kriegen wir dafür. Ja, für 2000 Aufrufe pro Stück. Vor allem kriegen wir meistens nicht mal, weil die Nostra Feedbacks meistens nicht wegen irgendwelchen Scheißen, wegen der Länge, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die monetarisiert werden. Wieso? Weil manchmal baue ich halt ein Lied ein oder selbst wegen dem Watch Dogs Ding. Da musst du erstmal deinen Einspruch erheben und bla bla bla. Mein Watch Dogs Song ist offiziell. Der ist offiziell. Ja. Was auch immer das bedeutet. Ja. Ey komm, der nächste Kommentar ist vor allem, könnt ihr nicht mal eine lustige Schulgeschichte erzählen? Bitte. Also, letztens kam meine Kunstlehrerin rein. Unsere Kunstlehrerin, wir sind ja auf einer Schule. Frau von Bremen. Oh ja. Und meinte... Hast du gerade ihren Namen gesagt? Nein. Okay. Und meinte, wir hätten ihre Uhr geklaut. Morgen, ihr habt meine Uhr geklaut und mein Eimer. Ja, unseren Eimer. Und beides ist schon von Anfang an des Jahres. Von Anfang des Jahres in unserem Klassenzimmer gewesen. Und sie meinte, wir hätten das geklaut. Das geht nicht. Das erzählst du so schön.
Sonst erzählst du es irgendwie ausdenken. Ja, ich wollte gerade sagen, also, Klimax und so. Ich asche ja drauf und du Fuß ist es weg. Das muss auch irgendwas hinarbeiten. Erzählst du, die kommt rein, ja, ja, zack, ja, ihr habt das geklaut. Okay, du musst es erzählen und dann, spitzt es sich auf was zu. Ja, genau, ja. Und dabei stand das die ganze Zeit schon im Raum. Irgendwie so, ich habe die Geschichte nicht ganz verstanden. Okay. Ja. Du musst es auch wieder anfangen. Versuch es nochmal. Erstmal räuspern. Achtung, ich bin nicht gut im Geschichten erzählen. Ich muss mir jetzt erstmal darauf vorbereiten. Das ist einfach so wie immer. Okay. Morgen, ihr habt meine Uhr geklaut und meinen Eimer. Der habt ihr geklaut, in mein Zimmer ist der nicht. Und den habt ihr euch letztes Jahr geliehen. Und wieso? Nö, der ist schon seit Anfang des Jahres. Ja, erzähl mal. Ich finde es jetzt schon lustig. Anfang des Jahres im Klassenraum. Wieso? Nein, es ist unsere Uhr und unser Eimer. Nein, 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 ich will den wieder haben, sofort. Geht zu ihr in Kunstunterrichtsraum. Hier, mein Haken, der ist ganz leer. Geht wieder zurück. Nee, ist unsere Uhr, kann man nicht nehmen. Geh in die 12a nebenan, ist zugeschlossen. Geh weiter in die 11. Klasse zu seinem Raum. Nimm da die Uhr und gib's ihr halt wieder. Jetzt habe ich die Pointe versaut. Ich verstehe es ja nicht. Und seitdem habe ich keine Uhr mehr. Nein. Nein, oh fuck, vergiss das mal. Das ist so. Hey, die sind toll. Hey, ist das bitter, Alter? Was geht da ab? Kann sich nicht mehr konzentrieren. Vergiss es halt nicht. Ich nicht mehr hin, Alter. Hey, aber was ist denn jetzt der Witz? Erzähl Scheiß drauf, Alter. Dass er jetzt keine Uhr mehr hat. Nein, ach, fick dich, Alter. Ich muss mal in den Akzent, das ist doch essentiell. Ist das die russische Lehrerin? Nein, oder? Die kommt aus Finnland. Spricht sehr gebrochenes Deutsch. Ist egal, sehr, sehr witzig. Ich schaff's nicht. Du hast es sonst nur mit diesem Akzent erzählt, das war doch immer witzig. Ja, mach mal den Akzent. So. Nein, das können wir jetzt bitte weiter, weil die Kinder sollen nicht so lange werden. Oh. Aber er wollte eine Schulgeschichte hören. Das war doch voll die Schulgeschichte. Ich hab's echt so verkackt. Das nächste Mal sagt er bestimmt, bitte erzähl die Schulgeschichte zu Ende oder so. Erzähl du nochmal. Ja, ich will. Erzähl du mal, was ist denn deine krasseste Schulgeschichte? Ach du Scheiße. Vielleicht irgendwas mit Klassenfahrt? Nee. Irgendwas total Heftiges. Das mit dem Nasenblut? Nee, das war das Blut gespuckt. Das mit der Sandstelle. Ja, mit den Sandstellen, erzähl mal. Ja, okay. Also wir waren in der. Wo waren wir? In der 6. Klasse oder? In der 6. Klasse. Oh, in der 6. Die wird bestimmt gut. Ja, wir waren in der 6. Ich bin jetzt ruhig. Wir waren in der 6. Klasse und dort waren wir wandern in der Sächsischen Schweiz. Und da gibt's halt. Ein Harz. Ach so, okay, dann habe ich das vergessen. Alter, Details, Mann. Ja, das ist wichtig. Und da gibt es halt so schöne Sandsteine, solche Brocken. Und dann hatte der Lehrer von uns erzählt, dass wir uns jetzt alle so ein Stück bisschen abhacken können. Und da waren über mir welche und ich stand unter so einem Brocken, unter so einem Felsbrocken. Und gerade als er so erzählt, klopft da meine Klassenkameradin an die Wand und ich schaue so nach oben, plötzlich kommt dieser Brocken nach unten und landet genau auf meinem Kopf. Und dann liege ich so da und mein Kopf schaut nur noch raus, der ganze Sand, der ja, hat meinen ganzen Körper. Ich stand vor allem daneben. Ich stand daneben. Ja. Ey, das ist nicht lustig, das hat übelst weh getan. Aber der Brocken ist richtig dann, als er auf meinem Kopf aufgetroffen ist, zu Sand geworden. Ach so. Ja, nee, es war wirklich, es war sehr weiche Sandstein. Und ich dachte, nee, wir haben mir jetzt so geklopft, das Brocken rausgeklopft. Und er hat halt extra gesagt, komm nicht, stell dich nicht in das Höhle. Ja, stimmt, das hat er auch noch erzählt. Stell dich nicht in diese Höhle da rein. Sonst fliegt euch der Stein auf den Kopf. Ja, Markus hat es wieder nicht gerafft. Klopf, klopf. Und irgendwie, hier stand Markus und hier hat die Klassenkameradin geklopft. Und dann hat sich so ein Riss, so ein Zeitraffer. Ja, genau. Pusch. Und ich so, scheiße. Da saß halt in diesen Haufen, hat so rumgeguckt. Hat er gemeint? Ja, so 6. Klasse. Ja, okay, das seid ihr falsch. Ist so witzig, weil der Stein ist halt erstmal komplett zerbröckelt und der saß wirklich bis hier in diesem Sandhaufen drin. Und der Lehrer kam dann angestürmt, der von oben. Ja. Von so einem Berg. Okay. Das war eine schöne Geschichte. Genau, das war eine krasse. Ich tease nur mal eine andere kurz an, weil wir wollen ja wirklich zur nächsten Frage kommen. Vielleicht fällt mir unterwegs noch was Cooles ein und so, aber auf jeden Fall. Fritteusenfett
von der Schulkantine, wird in Eimern aufbewahrt, in Nähe Mülltonnen. Und ich sage nochmal so, eines Morgens war auf jeden Fall die komplette Hälfte der Schule mit Fritteusenfett eingeschmiert. Nur egal, als kleiner Teaser. Aber sowas geht halt an der Waldorfschule nicht so ab. Ja, wir haben kein Fritteusenfett. Da werden irgendwelche da wird Erde dann irgendwie in die Schule geschmiert. Nee, da werden Federbetten zerschnitten und dann so ausgeschüttet. Wir haben Federbett in der Schule? Nein, ja. Fasching. Unsere Russischlehrerin. Ach so. Da ja. Schönste, was ich mal gemacht habe in der Schule? Oder Ketchup aus dem Fenster geschüttet. Ja, Markus hat auch mal Ketchup aus dem Fenster geschüttet. Wow. Richard Bettner. Erzähl mal weiter. Na, es war halt, toll. Es ging halt darum, dass er halt Ketchup aus dem Fenster geschüttet hat. Und die ganze Klasse stand unten. Hey Markus, hör auf, Alter, der Lehrer ist gerade auf dem Weg die Treppe hoch. Hör jetzt auf damit, dann ist uns erbestätig. Also, weiter geschüttet. Naja, und dann kam natürlich halt der Lehrer. Und hat ihn voll genügt. Obwohl wir ihn lange davor gewarnt haben. Mit dem Spannungsbogen, das musst du auf jeden Fall. Dann erzähl du doch was. Also den Spannungsbogen. Und okay, er schüttet diesen Ketchup aus dem Fenster. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment springt die Tür auf und schweißgebadet kommt der Lehrer rein. Alter, was machst du? Und schlägt ihm ins Gesicht, er macht Backflip aus dem Fenster. Irgend sowas, weißt du? Das kannst du ja gerne was dazu dichten. Das ist das Problem, ich erzähl dir. Doch, auf der Waldorfschule ist das immer so traurig. Aber das war in der 5. Klasse, also da hat man halt sowas gemacht. Ja. Erklein 1. Mal was an Kalle. Es heißt ja auch Hardcore ist more than Music. Bei mir ist es so, dass ich mich seit einigen Jahren in der Hardcore-Szene zu gedingst fühle. Und finde, dass mich Hardcore und viel Musik, scheiße, Alter, sorry, meiner Ansicht stark geprägt hat, würdest du es auch so von dir behaupten und denkst du, dass die Musik nicht mehr hört, auch trotzdem immer noch so denkt, sorry, ja, ich muss das jetzt ein bisschen auf jeden Fall. Ja, nein, Kalle würde jetzt sagen, also ich finde es ja am besten, wenn man sich aus jeder Musikrichtung er würde erst mal sagen, das Beste er würde zusammen, sagen, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Warte mal. Das wäre sein Tonfall. Das ist eine gute Frage. Das Beste so. Ja, beim Skaten ist es auf jeden Fall so bei mir. Also selbst wenn ich irgendwann nicht skate, also das gibt schon, ich habe da ja meine Seminarfacharbeit drüber geschrieben und so. So diese Mentalität und die Philosophie von Skaten. Man wird ja eigentlich für euch. Die nimmt man ins richtige Leben mit rein. Was geht denn bei dir, Samara? Hallo. Ja. Ich schlafe jetzt nicht ein. Okay. So, egal, Kameratyp. Ist Sami mein Landsmann? Afghane, Iraner, Perser. Alter, guck mal, der hat drei Länder. Nein, sein Vater kommt aus Jordanien, beziehungsweise seine Großeltern. Sein Vater ist schon ewig in Deutschland. Klappspatenstuhl. Ich will Kalle mal wieder moschen sehen. Ja, er hat uns leider das Video nicht gezeigt, ne, wo er hier auf die Fresse kriegt. Vielleicht moschen die in Amerika. Meinst du? Da werden die auch gleich niedergeschossen. Ja. Phantom Zero. Boah, wow, alles Gucci soweit. Und Prada, ich musste da mal nachfragen. Gucci. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Was malt dieser Geldjunge mit dem Moneyboy Swag jetzt auf die Bank? Ein Moneyboy Tag. Und wann kommt endlich die MC Herodes Watchdogs LP raus? Inklusive Instrumental. Alles gesagt, ja, die kommt. Das habe ich schon, das ist schon in Planung. Da kommen ein paar tolle Tracks drauf. Hin wie her, ganz viele Ideen habe ich da. Aber wenn du nur das Watchdogs Instrumental drauf packen würdest, das wäre ein bisschen. Das Instrumental hat er nicht mehr selber gemacht. Genau. Hast du nicht so einen Deal jetzt mit so einer großen Rapperin? Kommt da nicht bei? Das ist jetzt erstmal ruhig. Es kommt, ich trete beim WCT an. Beim Marvin, beim Wassenkontest-Turnier. Ja? Und das wird abgedreht und ich hoffe, er nimmt mich, weil das soll ziemlich viele Teilnehmer da geben. Und das könnt ihr euch echt mal angucken. Also Wassenkontest von Marvin Wassen ist das. Das ist ein großer Musiker, an dem ich mich sehr orientiere. Du sagst, es wird abgedreht. Was meinst du damit? Wir drehen das. Es wird gefilmt. Ich dachte, es wird abgedreht. So, weißt du? Alles schade. In allem. Alles egal, damit Anna nicht hier einschläft, MC 2717, Anna wird von Video zu Video hübscher. Ja. Kennt ihr Vitaly? Also Vitalized TV. Vitalized? Nein? Kennt ihr nicht? Wenn ja, wie findet ihr das, was er macht? Anna fand das gar nicht gut, wie er mit der Kettensäge durch die Stadt gerannt ist. Ach, das war der? Peace out, Max Movement. Nee, das fand ich auch nicht so. Jo, Vitaly ist ein cooler Typ an sich. Geht auf jeden Fall ordentlich zu weit manchmal. Aber manchmal finde ich es auch gar nicht schlimm, aber bei dem Kettensägen-Ding muss ich auch sagen,
ist schon ein bisschen grenzwertig. Also die Idee an sich, Idee an sich ist ja ganz cool, aber von Remiga, ja, zum Beispiel tausendmal besser umgesetzt, finde ich, kreativer und lustiger. Die Reaktionen in seinem Video sind natürlich mega gut an sich, aber es ist echt ein bisschen Duschbaggy, weil da kann dann wirklich einfach mal eine dabei sein, die da echt Schock fürs Leben kriegt und er hat bestimmt nicht alle aufgeklärt, weil die rennen so schnell weg. Die sind dann einfach weg, da kann er nicht aufklären. Und er hat ja hingeschrieben, ja, an der Kettensäge war keine Kette dran, aber das sehen die auf jeden Fall nicht von weitem. Die haben dann trotzdem panische Angst. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man da an eine labile Person gerät, dass sie da echt so sich dann wochenlang nicht mehr aus dem Haus traut. Der hat sich auch mal einmal mit der Kettensäge so vor ein Auto gestellt, vor ein fahrendes, also oder eher so mit dem, das war auf jeden Fall. Weiß ich gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall auch so ein Video mit dem Typen mit der Kettensäge. War das der mit der... Es war auf jeden Fall nachts gedreht. Maske hatten beide, Remy und er. Aber Remy macht's halt kreativer, weißt du, der ist im Baumarkt. Ich glaube, ich habe schon von dem das gesehen, weil es war schon ziemlich krass. Also er ist da mit der Kettensäge den Leuten hinterher gerannt und... Ja. Es ist ja an sich... Die war richtig angewiesen, oder was? Die war an. Die hatte, ja, keine, aber Kette. Hatte keine Kette. Aber ja, das sieht man ja nicht von weitem. Also. Ich meine, wenn das ist, da war der am Ende auch vor so einem Auto gestanden. Und der ist dann halt rückwärts gefahren. Aber hätte er Pech gehabt, hätte er voll Gas gegeben. Also, ach so, ja. Ich meine, wäre da irgendwer dabei gewesen, der dann irgendwie... Zu viel GTA hat, gezockt hat? Oder jemand wäre vorschreck vor ein Auto gerannt. Das wäre auch nicht witzig. Also so, ja. Das ist ein bisschen, zu dann, viel. Dann gibt es ja noch, mit dem sind wir übrigens nicht so dicke, aber mein Kumpel ist Silvester. Adam Wardega aus Polen, ich hätte fast Tschechien jetzt gesagt, Alter. Das ist ein cooler Typ, der macht auch ganz schön grenzwertige Sachen, aber ich finde, der lässt es noch im Rahmen. Das Härteste, was der so gemacht hat, da hat er sich als Zombie verkleidet, hat dann eine Leiche gefressen und da ist einer mit dem Auto rückwärts gefahren in der Panik und ist vor einen Baum gefahren. Und das Auto war klar so. Und in Polen feiern das alle endlos ab, ja. Und in Deutschland... Das wäre ein Riesen-Shitstorm geworden, hätten wir das zum Beispiel gemacht. Ich meine, wir können ja nichts dafür, dass der in den Baum reinfährt und er kann auch nichts dafür, aber er ist der Auslöser so. Und ich an sich finde es auch nicht so schlimm, ist halt auch nur ein Auto. Deswegen aber, da hätte es auf jeden Fall in Deutschland richtig Shitstorm gegeben. Jo. Peter der Meter, kennt ihr Payfield eigentlich persönlich? Oder nehmt ihr die Musik von ihm nur, weil sie einfach mega gut ist? Ja, beides ein bisschen. Ja, der hat mich angeschrieben. Der hatte dann echt gefragt, ob er für uns direkt was machen soll. Ein Theme oder irgendwas Spezielles. Ich habe dem dann ausführlich was zurückgeschrieben für Mirror's Edge und so. Könnte eventuell was in Frage kommen. Aber er hat nicht zugeschrieben bis jetzt. Aber cooler Typ, coole Musik. Auf jeden Fall besser als Incompetech und so. Oder Filio. Da kommt auch noch eine Frage zu deinem coolen Filio. Jo. 95 Striker 95. Ihr habt heute die Feedbacks viel zu oft für meinen Geschmack. Ich sitze immer noch am alten. Ja, das ist dann der Fehler bei dir, glaube ich. Genau. Da musst du den mal schneller hören. Hörst du auf der Geschwindigkeit. So, dann kommt Nommage, aber der kommt mit der finalen, letzten, großen Frage. Dann kommt Bunkrease. Er fragt mich... Kannst du mir GTA 5 kaufen im Saturn, wenn ich dir das Geld gebe? Und nein, Bumcrease, denn du bist erst 13 Jahre. Soll ich sie kaufen? Nicht verantworten. Dann machst du dich strafbar. Ich mache mich auch gern strafbar. Können Sie noch zusammen kaufen? Du hättest es mit 13 auch gespielt. Und wir müssen, weil ich habe GTA 3 mit 11 gespielt, aber ich bin auch ein sehr reifer. Ich habe Vice City auch. Vice City habe ich auch damals gespielt mit 13. Und wir müssen mal zusammen Parcours machen. Ja, ich mache ja kein Parcours an sich, ne? Aber ja, ne? Kann man vielleicht machen. So, den habe ich mal drin gelassen. Joho, 354, seid ihr nächstes JBB wieder am Start, würde mich freuen. Ich oder was? Bei dem Hall of Shame, was ich eigentlich gesagt habe. Also ich würde es versuchen, ich würde es gerne. Ich glaube aber, er meint das von vorletztem Jahr, wo wir als Captain Hook da angetreten sind. Ja. Das meint er, oder? Wir können ja beides. Dein Hall of Shame, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt besseres Mikro, weil ich habe es mir nochmal angehört, es war wahrscheinlich die Mikroqualität, weshalb ich nicht drankomme, weil es war witzig, gut gedreht, alles. Also ich versuch's jedes Jahr. Also so, vielleicht mache ich immer zwei Videos oder so. Aber Captain Hook fand er doch gut, gell? Hab ich einen guten Text geschrieben, gell? Den hat Frauen geschrieben. Gemacht, gell? Gut. Würde mich freuen. Ja, gibt's bestimmt nächstes Jahr gar nicht. Oder gibt's doch, oder keine Ahnung. Schon. Hat nicht irgendjemand gesagt, gibt's nicht mehr. Wie macht man diese Flaggen neben dem YouTube-Mix an? Gut, dass er auf Deutsch kommentiert und eine Flagge aus Usbekistan hat. Was ist denn das für eine Flagge, Alter? Keine Ahnung. Das ist YouTube Magic Actions. Google das mal. Also das ist keine Funktion von YouTube, sondern ein Add-on, was du dir von der anderen Seite runterladen musst. Das ist ganz nützlich, ja. Das ist noch zusätzlich ein paar Funktionen.
Lotus Hans fragt, was haltet ihr von Frauen? Anna, was hältst du von Frauen? Ich möchte dazu jetzt erstmal nichts sagen. Ich möchte das sind zuhören. Auf jeden Fall, es gibt da so einen Rapper, kein Dreck, sondern Menschen zweiter Klasse. Ja. Ich weiß nicht. Also wenn man sie nicht als Nutzgegenstand halten müsste, um die Rasse am Überleben ja, die Wäsche gemacht zu halten. Und deine Frau muss ja auch für dich gucken, habe ich gehört. Ja, muss sie auch. Dann, ich weiß nicht, ob man die dann irgendwie verschwinden lassen könnte, weil an sich sind die ja nicht so wichtig. Ja, die können schon ein bisschen Dreck machen. Also Dreck? Die sollen den Dreck machen? Dreck machen? Ja. So. Okay. Ihr habt es so schnell gesagt. Wenn die Dreck machen, dann können die Klee gehen. Ja, Alter, nein, nee, Lotus Hans, in Wirklichkeit ist es doch so, dass Frauen voll scheiße toll sind und dass die immer voll hübsch sind. Das sagen wir natürlich nur, um unser Image zu wahren. Genau. Wie ein gewisser Punk, der natürlich über Sexismus redet, kurz nachdem er das Lied Elektro-Titel rausbringt. Zufälligerweise. Ja, ich habe erst Frank verstanden. Ja, Frank. Ich habe auch Frank gesagt. Frank habe ich gesagt. Frank. Und während bei GTA 4 sinnlos rumläuft. So was haltet ihr jetzt von Frauen? Ja. Frauen sind voll toll. Also auf jeden Fall nicht die Taschen. Ja, jetzt nehme ich schon wieder meine Tasche. Aber der übt's gut, oder? Ah, jetzt hab ich's. So, willst du mal wieder einen Gag bringen? Nee, mir fällt gerade nichts ein. Jonas Sohn. Andreas Kieling liebt Maggie oder Maggie. Ich verstehe diesen Kommentar nicht. Er heißt wahrscheinlich so. Ja. Ach so, nee, er heißt Jonas Sohn. Vielleicht heißt er Jonas Sohn. Ja. Anna schläft ein. Okay. Ich schlafe ein? Nein. Ja. Ich glaube nicht. Hey. Hey. Da muss ich dem Quoten. Oh, pardon. Robert. Da wollte voll Nazi sagen, ey. Aber Robert ist ja kein Nazi. Der ist Hitman. Der ist ein bisschen radikal. Absolut Recht geben. Die Alten sind Weltklasse. Aber mal schauen, was noch. Von was redet der, Alter? Mal schauen, was noch kommt. Live sind sie auf jeden Fall noch eine Macht. Anschauen lohnt sich. Ja, ich glaube, er meint Rammstein, oder? So. Keine Ahnung. Ja, dann gib mal Rammstein recht. Robert, meine ich. Daggeboy, irgendwie hat Kalle eine krasse Ähnlichkeit zu Mats Hummels. Sein Fußballer. Also, okay. Das ist in Wirklichkeit Mats Hummels. Mats Hummels, das wurde zu diesem Ich habe mich schon mal gefragt, wer wirklich Mats Hummels ist. Ja, das wurde zu diesem Jules auch gesagt von Punk. Also Punk geht Kalle, übrigens gerade richtig unter. Also sieht Kalle auch aus wie. Verlieren die endlich Abos oder verlieren die nicht? Finde ich nicht. Also wüsste ich nicht. Mats Hummels sieht ja. Meinst du mit gehen unter? Ja, die kriegen schlechte Bewertungen und so. Und diese Kerngruppe, die löst sich halt immer mehr auf. Jetzt ist das der Jules nämlich auch nur noch selten zu sehen. Nur irgendwelche Dullis die ganze Zeit. Du bist der einzige von der Hauptgruppe gewesen, der übrig geblieben ist. Ja. Die anderen sind doch alle weg. Ja. Also eben. Wow. Jo, Döner 1. Das Wort Fremdschämen steht erst seit ein paar Jahren im Duden und ist meiner Meinung nach ein nichtssagendes Jugendwort, das sich verbreitet hat. Da wurde er gleich beantwortet von Pilliman und nochmal Döner 1. Jo. Weil das durchaus Verwendung findet und so, das lese ich jetzt nicht mehr extra vor. Also ich finde, was ich mir überlegt habe, das was auf dem Videoday war mit mir, war das Fremdschämen? Was war denn da mit dir? Na, ich glaube, das kann sogar sein. Hey, der nächste Act, der reimt sich auf Waititi. MC Fitti. MC Fitti. Das, was mich aggressiv gemacht hat, war der nächste Satz. Und die Lanxess-Arena hat gebebt. Und die Lanxess-Arena hat gebebt. Nein, ich glaube, das, was mich da wirklich so dieses Gefühl war wirklich Fremdschämen, das ich da hatte, dieses Unangenehme. Kann das sein? Das kann sein, ja. Aber du hast dich doch nicht, für wen hast du dich dann geschämt in dem Fall? Für die gesamte Situation wahrscheinlich. Ich habe mich nicht gut gefühlt und ich wusste nicht, was das war. Ich glaube, das kann nicht sein, dass dieses neue Gefühl, pass das auf, da... Wenn du in ein gewisses Alter kommst, da verändert sich der Körper. Das ist ganz normal. Ach, deshalb hatte ich einen steifen Dullerhahn. Ja. Okay. Dullerhahn, Entschuldigung. Ja. Du hast ja auch gesagt, YouTube und so, voll verkommen. Aber egal. Spider-Mike, der hat uns übrigens eine lange Nachricht geschrieben, die ich noch nicht beantwortet habe, sorry, aber ich habe dir da einen Screenshot von gemacht und vielleicht machen wir davon was, Spider-Mike. Ich habe Anna popeln sehen. Erklär uns das mal, Anna. Das Popeln war ein ganz geheimer Gruß an jemanden aus Merseburg. Und der auf PSN Bamajera irgendwas heißt. Keine Ahnung, aber ja, der war nicht für dich. Von wem war das?
Scheiße, ich habe weggemacht. Ist egal. Spider-Mike. Ja, Spider-Mike. Anna ist, ab dem sie das Bier geäxt hat, geäxt heißt es bei uns, voll down. Ich habe Abend vorher ein bisschen es wild hergehen lassen und als sie dann hier kam mit Uso, dann dachte ich wirklich eine halbe Stunde, ich breche hier in die Ecke. Aber ich habe es krass durchgezogen und das Bier auch noch so. Eine starke Frau. Ich bin eine starke Frau. Nachdem diese halbe Stunde rum war mit den wirklichen Krämpfen und diesem Brechreiz, ging es mir auch gut. Was checkst du hier mein Telefon? Naja, ob das noch da ist. Ja, mir ging es nicht gut. Mir ging es wirklich nicht gut, aber ja, hab's durchgesucht. Weil du das Bier geäst hast. Weil ich das Bier geäst habe. Ich bin hart im Leben. Er kann Essen nicht richtig so konjugieren. Trinke. Also bei Flüssigkeiten ist es Trinken. Also ich geäst halt. Das ist so dumm. Yeah, Fallout 3. Ausrufezeichen, Doppelpunkt 3. Das ist so ein Katzen-Smiley, weißt du, das sieht eigentlich aus wie so eine, wie so eine Comic-Rosette, die nach unten hängt oder so. Stimmt, genau, zeig genau. Da könnte jetzt die Flutterforce rauskommen. Ja, stell dir mal vor, wie sie es öffnet und dann so eine Brust rauskommt. Fallout 3. Und GTA 5. Nee, Fallout 3. Ja, Anna geht da voll ab drauf. Weil, bestes Spiel überhaupt. Und San Andreas. Nein, Fallout 3. Peroxyacetylnitrat, weil ich den noch nicht kenne. Also Frage an Anna. Sollte mal reinschreiben, wie er gesprochen wird. Stört es dich nicht, dass du immer rattig bist, Robin aber nur abwehrt? Oh, das ist jetzt ein bisschen persönlich. Hey, damit hast du jetzt gar nicht gerechnet, dass du so eine Frage stellen könntest. Ich habe schon die mit Kommentare... Mit dem Namen Peroxyacetylnitrat. Die Kommentare habe ich ja schon gelesen davor. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hart für mich, dass Robin nicht will. Ja. Aber psst, wirklich, gell? Ja, aber ich meine, ich war jetzt auch in Amsterdam und so und da kriegt man ja alles, was man braucht. Und dann geht alles, ja alle Geschlechtskrankheiten kriegt man da auch, also da ist man echt bedient. So, hier ist eine Frage zum großen Ding, die hat nämlich übelst praktisch im Rahmen. Angela Merkel, was haltet ihr von der aktuellen... Klar, alles danke. Super. Dankeschön. War sehr, sehr lecker. Dankeschön. Sehr, sehr gut, wie immer. Es ist immer sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Immer. Was haltet ihr von der aktuellen Drogenpolitik? Würdet ihr es besser machen als ich, fragt Angela Merkel. Ist mir ein bisschen egal. Egal, ja. Ein bisschen. Also Anna hat mich ja dazu geflamed, wir hatten da so eine kleine Diskussion. Nein, hat mir nicht, die muss ja nicht weiter erwähnt werden. Weil ich habe so nämlich gesagt, von mir aus, Alter, legalisiert das, ist mir völlig Wurst, eine große Veränderung würde es eh nicht geben. Anna meinte, naja, doch und so. Und so cool ist. Also ich sage natürlich, wenn man es legalisiert, dann muss man natürlich gucken, wie man es macht, dass nur bestimmte Personen in der Apotheke das kriegen, vielleicht vorher einen Test gemacht haben irgendwie oder so. Ja, was würde dann, oder nur eine gewisse Menge in der Woche. Aber es würde dann Leuten, andere Leute davon abhalten, den illegalen Handel weiterzutreiben oder das illegal zu machen. Doch, das weiß ich. Aber dann muss ich nämlich sagen, seit ich nämlich in Amsterdam war, bin ich da so ein bisschen nicht mehr so. Weil da war das echt so krass. Ich meine, da ist es ja, klar, eigentlich ist es nicht mal legal, auf der Straße zu hauen. Also Drogen, Cannabis, sonst was. Aber es macht halt trotzdem jeder. So. Und du gehst da durch und du kriegst halt echt mit, wie da jeder Zweite einfach total rum ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt so krass ist, weil es halt genau in Amsterdam ist, im Stadtzentrum. Wahrscheinlich in den Rest der Niederlanden ist es sicher nicht so krass. Wie bei meinem Rest der Niederlande auf Klassenfahrt, da ist es gar nicht so. Aber es war halt echt so, ich meine, da bist du dann da in einem Restaurant und dann dübeln die sich da einen nach dem anderen rein. Und es ist halt Standard, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Andererseits. Wir hatten mal die Diskussion zum Beispiel, die ich viel interessanter finde, weil man, ob man jetzt, was jetzt eigentlich schlimmer wäre, also Alkohol legal und Cannabis illegal oder Cannabis legal und Alkohol dafür aber illegal. Also quasi, dass Alkohol verboten ist, weil ich finde, dass Alkohol, also was Alkohol die schlimmer wird, also richtet mehr an. Das finde ich, also ja, klar, aber das ist für mich gar nicht so die Frage, weil nur weil das eine da ist. Heißt es ja nicht, dass das andere dadurch besser wird. Nur weil Alkohol jetzt da ist und legal ist, heißt es ja nicht, weißt du? Was? Dass es besser wird? Dass Alkohol besser also wird? Also man soll nicht so argumentieren, ja Alkohol ist ja auch legal. Das heißt ja nicht, dass nein, das meine ich gar nicht. Ich meine ja eigentlich, dass Alkohol schlimmer ist als in dem Sinne. Das ist eigentlich, naja... Na, ich denke, es ist anders. Also ich glaube, also so wie ich es da mitgekriegt habe in Amsterdam, die sind dann halt alle so... So apathisch, so ein bisschen, weißt du? Die sind alle so ein bisschen, alle nicht so ganz beteiligt, sag ich mal.
Und ich weiß nicht, mit Alkohol, ob das so gut ist. Sind die Partys schon lustiger? Und da ist es halt auch so, dass. Ja, da ist es auch so, dass tagsüber halt alles konsumiert wird. Wenn man Alkohol trinkt, ist es halt auch eher so, dass man das abends macht. Ne? Hast du nicht kürzlich irgendeine Geschichte mit Servietten erzählt? Servietten holen für irgendjemanden? Für ein Geschwisterkind, gell? Das ist geheim. Ich habe gesagt, er soll das nicht erfahren, dass ich dir das gesagt habe. Ach so. Ach, er? Wer? Wir übergehen das jetzt? Ich verstehe es nicht. Hä? Nee. Weil Anna gesagt hat, wenn meine kleine Schwester jetzt anfangen würde, auch auf Party zu gehen, sich zuzusaufen und rumzuhören, wie das für mich wäre. Ach so. Deine kleine Schwester? Ja. Ist deine Schwester. Ich habe eine kleine Schwester. Ach so, ja, stimmt. Du hast eine kleine Schwester. Du hast doch selber eine kleine Schwester. Ich habe selber eine kleine Schwester. Ich habe zwei kleine Schwestern. Ja, und eine davon. Drei. Du musst lachen. Drei? Haha. Ja, selber. Selma, wer ist denn Selma? Na, von seiner Mutter, die Tochter. Ach, die hat noch ein Das ist ganz kompliziert bei uns. Ich habe noch nie gesehen, entschuldigen, wer ist denn das? Das erste Kind von meinem Stiefvater. Ach so, und wie alt ist Selma jetzt? 5. Alter! Du Scheiße! Wusstest du was davon? Nein. Na, wir sind eine tolle Familie. Also ich habe die bestimmt bei der Konfirmation gesehen, aber das halt ja, nicht da war sie wahrscheinlich sehr, na, oder sie war gar nicht mit im Saal, weil das war jetzt nicht. Nee, wie heißt das? Doch, und da waren ganz viele Leute. Und da gab es leckere Sachen. Leckere Sachen. Das weiß ich nämlich noch. Ja, Drogenpolitik. Also, ne, zwiegespalten. Ich sage, wenn legalisieren, dann auf jeden Fall nicht so, ja, macht was ja, er wollt, sondern schon noch genau. Ein bisschen kontrolliert. Weil die Sache ist halt, dass man, wenn man es jetzt kontrolliert, die Sache ist auch von kontrolliert sein, dass es dann Qualität hat halt und nicht irgendeine Rotze da ist, wenn Leute sterben, ja. Bei der Giftung oder. Das ist ja auch das Ding, weil jetzt wird übelst viel Geld dafür verbraten, die zu verfolgen, die illegal Drogen konsumieren und meistens erwischt man dann halt irgendwelche Jugendlichen, 16-Jährigen oder so, die halt mal einen Joint rauchen, aber dafür dann das Geld zu verschwenden, ist ein bisschen sinnlos. Andersrum, wenn es legalisiert wird, würde der Staat noch dran verdienen, weil dann können das versteuern und so. Wenn man einfach Strafe nimmt dafür, dass man raucht, sagt, du musst Strafe zahlen, kriegst du auch wieder Geld. Die Strafe zahlen. Müssen sie ja teilweise auch, oder? Ja, kriegt der Staat auch Geld. Nee, ja, wenn mir jemand mal Bier holen geht, ich sitze so in der Mitte. Was willst du? Bier! Hast du das Bier. Mit du sitzt stehen? Außen, ey! Ich das wäre super! Ich hätte so gerne ein Ehringsdorf. Ich bin ja volljährig. Das ist geil. Super, vielen Dank. Geil! Irgendeiner holt mir immer was. Was ist ein Erfurter? Ehringsdorfer! Erfurter! Das ist Weimarer Bier. Ach, scheiße. Schaffst du das, den vorzulesen? Ach, scheiße. Ich habe noch nicht die Qualität runtergestellt heute. Auch wenn es vielen. Oh, nee, da können wir jetzt ganz weiterreden. Ja, stimmt, wir haben keinen externen Ton. Also ganz kurz aus. Klick. So, und da geht's auch gleich wieder weiter. Die nächste Frage ist ja von Spider-Mike. Auch wenn es vielen nicht bewusst ist, so werden wir durch die Medien immer stärker für das Thema Sexismus sensibilisiert. Und der typische Deutsche weiß ja, dass es anstrengender ist, sich seine Meinung zu bilden, als einfach eine andere anzunehmen. Bitte lasst euch durch die negative Kritik nicht einschüchtern. Wenn ihr vor jedem Dreh darüber nachdenken müsst, ob es wieder Scheiße hageln könnte, dann geht das Ganze in die falsche Richtung. Literally. Ja, warte, bleibt wie ihr seid und eure Videos sind Weltklasse. Ja, letztens hast du nämlich wieder rumgeheult und wegen das könnte ein Shitstorm geben bei irgendwas. Achte mal bitte darauf, dass das nicht passiert. Wenn es den dann gibt. Oh ja, nee, aber das stimmt schon, das haben wir ja selber schon. Ich glaube, ich gehe auch ein bisschen dick. Dass man da nicht so übersensibel wird. Nicht nachrutschen, ich wollte endlich mal Platz haben. Damit dass man da nicht so übersensibel wird und sagt, ah, das könnte. Das versuchen wir natürlich. Aber das Sexismus-Ding ist halt jetzt gerade richtig aktuell. Deswegen ist es da ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, aber Alter, ist voll die leidige Situation. Diskussion, so rum, beides. Ja. Ja, aber was David schon gesagt hat, finde ich auch gar nicht so abwegig, weil die Generation, die jetzt rangezüchtet wird an Frauen, ja, die sind da gar nicht mehr so. Alter. Weißt du, für die ist es schon selbstverständlich, dass wir gleichberechtigt werden und so. Also, dass wir gleichberechtigt werden sollten. Aber jetzt die so, die jetzt noch älter sind, ich meine in den 70ern oder so, war das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, da hat der Mann die Frau zum Tanzen aufgefordert, vorher durfte die nicht. Ja. Aber es hat sich bewährt. Also ich als Mädchen. Nee, das ist nicht bewährt. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin eine Frau jetzt, gell? Mit 24 bin ich Frau. Ich sage mir, es ist total egal.
Also, dann sag das mal, aber guck doch mal, wenn ist sowas wie Sexismus total egal oder Gleichberechtigung? Das genau, das sind nämlich einfach die Frauen, die schlecht gelaunt sind. Wenn ich kochen will, dann das sind die ganzen Lesben. Ich meine, ich hoffe auch zu leben, ohne für Robin das sind, zu kochen. Ja, genau, das ist ja die eine Sache. Es gibt ja Probleme, die man hat, weil ich zuerst geredet habe. Ja, aber ich wollte ja dazu schon was sagen. Das ist dazu. Nein, das Ding ist ja, das ist die eine Sache, dieses Unterdrücken der Frau. Das andere ist ja, wenn du und ein Kollege genau gleichgestellt seid, aber du als Frau weniger verdienst, dann ist es scheiße. Dann würde ich mich einfach beschweren gehen, so wie ich es immer mache. Ich hole dann einfach rum. Ja, aber ich sage ja nur, das ist das Ziel. Ich muss mir dann wieder einen neuen Job suchen, weil ich den Mund aufgemacht habe. Aber das ist okay, damit komme ich zurecht. Ich wollte nur sagen, dass das da auch reinzählt. Ja, aber da muss man das ist schon echt scheiße. Machen. Ja. Ist aber auch eigentlich gar nicht sich machen lassen. Ich finde es aber auch eigentlich gar nicht so schlecht, dass jetzt die Diskussion irgendwie aufkommt. Jetzt, weil, also durch, ich finde es krass, dass durch dieses Video so eine Diskussion entstanden ist. Ich finde es aber irgendwie schlecht, wie sie teilweise ausgeführt ist. Es ist nämlich teilweise kein Diskutieren in dem Sinne, weil zum Diskutieren müsste man irgendwie eine Meinung vertreten können auch. Aber das ist irgendwie teilweise nur so mitgelaufen, dem anderen sich irgendwie einer Gruppe anschließen und dann irgendwie alles mitlabern, was der labert. Und teilweise ist da schon ziemlicher Durchfall hochgekommen. Ja, ja. Es ist auch so, wo dann einfach andere Leute auch noch das dazu stimmen, ohne halt selber zu überlegen, ob das vielleicht auch ihre Meinung ist oder so. Ach, ist ja, na, dass da auf jeden Fall so totalitär vorgegangen wird, so absolut und die Meinung. Also ich sag so, ich bin absolut nicht sexistisch, aber ich sage, wenn einer eine sexistische Meinung hat, dann ist das falsch, aber er hat trotzdem sein Recht darauf. Ich sag genauso, auch ein Nazi hat ein Recht auf seine falsche Meinung, meiner Ansicht nach falsche Meinung. Mhm. Weil die kann noch so scheiße sein, er hat einfach mal ein Recht darauf, solange er keine Ausländer verprügelt oder so. Meinung und nicht Meinung halt. Ja, eben. Solange er damit keinen Scheiß anstellt, hat er absolutes Recht, diese Meinung zu haben. Und deswegen sage ich, ihr könnt gerne diskutieren, aber dieses Absolute, das geht mir ein bisschen auf den Sack so. Das ist aber nicht nur mit dem so, das ist bei allem so, bei allen Diskussionen. Ja, aber das war halt jetzt nur so beispielhaft. Da wird sofort jeder übel zugeflamed, der nicht einsieht, dass das Video sexistisch ist oder... Und dann irgendwann werden einfach gar keine Argumente mehr gebracht. Das ist dann einfach keine Diskussion mehr, das ist so typisch Internet, dass so rumgerage so gegeneinander, das ist einfach so... Oder David wird gedisst, weil er bei dem Video lachen konnte. Das ist einfach so dumm, ey. Vor allem gerade bei diesem Video. Ich verstehe es einfach nicht. Gerade, dass das so ausflippt, ich glaube, das kann... Ich weiß nicht, das... Konnte ich so gar nicht nachvollziehen. Ich habe mich jetzt voll gewundert, dass da so eine Diskussion aufgekommen ist, erstmal. Naja, egal. Und wir sind schon wieder da bei dem Thema. Ja, es verfolgt uns. Stanley ist halt jetzt oder so. Ich wollte nur noch mal anmerken, dass ich mir jetzt wegen euch Geld für eine Kamera zusammenkratze, nur weil ich auch unbedingt mal trollen will und das auch festhalten will. Wir brauchen keine Konkurrenz, kannst du gleich wieder ausgeben. Ich frage mich, was solche Leute sollen. Als wir schon hier die. Das ist sehr, sehr gut. Darf ich das laut sagen? Was? Nein? Hä, was? Das sind so Leute, die sind auch Konkurrenten und die müssen wir unbedingt ausschalten. Ja. Die kommen aus Berlin, ich sage jetzt mal keine Namen, sind glaube ich auch Geschwister. Und die gilt es auszueliminieren. Ja, wir brauchen keine Konkurrenz auf dem Markt. Wisst ihr, wir haben hier einen Zug, ja? Der fährt in den Wald rein. Der ist länger nicht benutzt. Also lässig, dass ich eine Diskussion aufkomme. Na ja, gut. Und da kommt ihr rein, wenn ihr uns Konkurrenz macht. Nein, weil ich hab echt keinen Bock jetzt, also weil wir gerade wieder dieses Sexismus-Thema hatten. Immer diese Political Correctness, wo man jedes Wort im Mund umdrehen muss, dass man auch ja nichts Falsches sagt. Finde ich scheiße. So, und in diesen Zug kommt ihr rein. Ihr fragt nämlich jetzt, sehr geiles GTA 5 Real Life, sehr geile Version von euch. Das ist doch nicht ernsthaft. Erstens, könnt ihr euer Video mit dem Altersheim irgendwo hochladen? Siehst du, das war nämlich auch Political Incorrect. Beziehungsweise neu verfilmen nicht, aber hochladen, es ist glaube ich sogar hochgeladen. Das ist Political Incorrect? Muss mal gucken. Auf irgendeinem Scheißkanal. Ja, ja, ich glaube, das ist noch online, auf YouTube. Ist das nicht auf? Es kann sein, dass es in Deutschland gesperrt ist, weil das Everybody dance now! Nee, du hast es doch mit anderen Musik hochgeladen. Ja, aber damit habe ich es jetzt das letzte Mal hochgeladen. Halt auf einem abgefuckten Kanal. Könnte ich eigentlich auch noch das machen. Das Ding ist ja, dass der abgefuckte Kanal, der erste abgefuckte Kanal war ja dahinter, der jetzt der intellektuelle Kanal. Nee. Das erste, was da hochkam, war World of Warcraft-Spiele. Das ist doch nicht abgefuckt, aber das ist geil. So was würde heute auf Nosterafurz hochkommen. Na, das kommt ja auch. Naja, ich meine, dass es dann auch auf so einem Channel rumhängen könnte noch. Warum ist es nicht mehr online? Der Akku hält noch, keine Sorge, es ist ein Nokia.
warum ist es nicht mehr online? Es ist, wie gesagt, online. Runtergenommen haben wir es nicht, weil irgendwie, weil es so grenzwertig war oder weil da einige Leute gesagt haben, es ist zu krass, sondern einfach wegen Copyright. Wegen Everybody Dance Now. Bob Sinclair fand das nicht so cool, dass wir das Lied verwendet haben. Hat das Netz geklickt, hat es entdeckt, dachte nee. Und ja. Wegen dem Bier, wie lange steht denn der jetzt da? Ja, der hat es verlaufen. Der geht bestimmt zur Rewe oder so. Der kommt wieder und sagt, der Rewe ist zu. Das war ohne Scheiß. Was wollte ich sagen? Ja, es kam auch nicht bei allen gut an, aber die haben es auch einfach nicht verstanden. Warum? Die Aussage der Sache war ja, also für alle, die es nicht kennen, wir gehen ins Altenheim als Sensenmann verkleidet, ohne Sense allerdings. Und ich sag da so, eure Zeit ist gekommen. 2, 3, zum Tanzen. Dann habe ich die Musik auf meinem Handy angemacht und dann ging es übelst scharf so. Die Sache, die Aussage dahinter ist ja eben nicht, dass die Zeit für die Leute gekommen ist im Altenheim, sondern dass die Zeit jetzt gekommen ist, dass sie nochmal das Leben genießen sollen, Party, weißt du? Ja, habe ich. Das ist eigentlich der Gedanke und das haben wir gar nicht als Prank gemacht, sondern eigentlich schon, weil wir dieses, eure Zeit ist gekommen zum Tanzen. Gab es da denn wirklich irgendwas am ja, Leben, ja. Einen Sturm, der... Nein, gab's kein, da waren wir auch noch viel zu unbekannt. Da gab es keinen Shitstorm. Das war, wenn da eine Windböe. Also, Windböe. Ja. Egal, Windböe. Schon wieder viel eine zu lange Shitböe. Labert. War euch der zweite Teil von unserem GTA 5 irgendwie leicht zu dreist? Kann ich mich ehrlich gesagt. Ey, du bist der Security! Du bist der Security! Kann sein. Naja, kann ich mich gerade gar nicht wieder so gut erinnern. Jetzt mal wirklich. Das ist. Ich finde, das ist nicht schlecht. Aber irgendwie fehlt da noch so der gewisse Witz an so solchen Aktionen. Bei was meinst du jetzt? Das zum Beispiel nicht mehr so. Das zweite habe ich vielleicht gar nicht gesehen. Da kann man vielleicht noch irgendwie so einen Witz reinbringen. Das ist jetzt zwar so schon cool. Du meinst einfach, es war nicht nah genug an GTA dran, oder? Ja, zum Beispiel. Eine Meta-Ebene. Genau. Die geilste Meta-Ebene finde ich nach wie vor. Die ist so dumm, aber ist so geil. Remiga, ja. Läuft in den Whirlpool, zum Whirlpool in seiner Therme. Wirft da Brot rein und rührt als Koch verkleidet diesen Whirlpool um. Ja, das geht aber schnell. Die Ironie auf. Das ist so dumm, aber genial. Oder beim Crepe-Dings haben die ja diese Paletten, diese, wie heißt das andere Runde mit P, egal. Platte? Ja, keine Ahnung, Platte. Und er halt als DJ hin so. Ist auch total dumm, aber durch diese Meta-Ebene total lustig. Und sowas versuchen wir halt auch immer. Würde es euch hitlern, wenn wir ein Real Life von Dragon Ball Z machen würden? Das würde uns nicht hitlern, aber davon wurden mittlerweile echt viele gemacht. Deswegen finde ich das ein bisschen öde. Das finde ich auch so. Real Life von Dragon Ball, ja. Aber wie wurde ja. Also danach hat dieses Cheng irgendwas hat es gemacht. Dieser Adrian van Ooyen oder wie der heißt, hat das gemacht. Und das ist jetzt langsam echt ein bisschen öde. Also eigentlich haben wir auch kurz überlegt, machen wir einen zweiten Teil so, aber. Das Ding ist, die anderen machen fast immer nur dieses mit dem Schreien. Und bei unserem Video haben wir echt schon viel abwechslungsreich. Also ich sag mal, ich denke mal, das ist so, Hitlern würde es uns nicht, aber es besteht ein Abraten. Es besteht ein Abraten. Ja, es ist halt öde, Mann. Macht was Eigenes. Ich würde sagen, probiert es und macht es besser. Noch besser. Noch besser. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Ja, wann kommt euer Hitman in Real Life? Ja, demnächst. Sehr zeitnah. Zeitnah. Ja, PS, beim nächsten Shitstorm uns Bescheid sagen, machen wir einfach etwas Unangebrachtes. Angebrachteres. Ja, wie gesagt, Shitstorm ist uns ja Wurst, ne? Uns. Du langst nicht. Ja, das Ding ist halt, dass es die Giga-Leute getroffen hat, das ist ein bisschen kacke. BPS, wo lagert ihr eure ganzen Kostüme bei meinem Zimmerschatz? Ja, ich habe die auch bei mir zu Hause im Keller und im Schrank und so, alles top. Das geht schon. So deutlich, also ja. Ich glaube, da versteht man im Keller und im Schrank. Ja, im Keller und im Schrank. Ja, wo die Kostüme lagern. Ich musste auch gleichzeitig aufstoßen, deswegen habe ich die Frage nur halb vorgelesen. PPPPPS. Ihr könnt ja eure alten Videos auf ungelistet machen, die ihr nicht mehr so mega feiert wie eure aktuellsten. Dann sehen und neue User auf YouTube auch nur quasi ein Best-of eurer Videos, wenn sie sich NostalgiaFoodTV zum ersten Mal geben. Wir haben gar keine Videos, die ihr nicht... Finde ich nämlich auch, die sind alle gut. Ja, das sind alle sehr gut. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist Annoying Russian. Aber das ist ja auch auf NostalgiaFakt hochgeladen. Also wenn man sich mal überlegt, dass früher jeder Scheiß auf dem Hauptkanal war, sowas wie... Das Geilste war, das wollte ich eigentlich nicht. War ja alles... Sorry. Früher war ja selbst Skate, Story, Skateplays. Ja, das ist alles für Arzt. So hat es ja auch das war alles oben. Nee, eigentlich sollte die Tina heute da sein und da geile Geschichte. Ja, damals halt wirklich alles einfach hochgeladen. War halt auch mein privater Kanal. Genau, warum wird Liebe nicht Tina genannt?
war ja auch oben. Und dann habe ich ein Gedicht hochgeladen. So, was vor allem, wenn man echt sich den Text mal durchliest, was mega ironisch und total übertrieben ist, was niemals ernst gemeint sein kann. Und damals hatten wir halt schon diese paar englischen Leute und so, oder ich, demnach, halt durch meine Skate 2 Videos. Und ich lade das hoch und alle denken, dass diese Tina tot ist, ja. Weil das halt so eine traurige, oder eigentlich soll es liebevolle Musik gewesen sein, so. Das kann man auch auf meinem Dings-Kanal hier, auf dem besten Channel auf YouTube, kann man das noch ansehen. Schade, dass die Tina tot ist. Ja, schade, dass die Tina tot ist. Alle so rückblendend drin waren. Nee, übelst geil, ey, der Top-Kommentar mit 50 Daumen hoch, Rest in Peace und sowas. Tina, richtig geil. Dabei war das einfach nur so ein übelst übertriebenes, ironisches Liebesgedicht an sie. Kannst du nochmal erzählen, wie es dir präsentiert wurde? Weiß ich nicht. Das fand ich ziemlich witzig. Du hast irgendwie erzählt, Robin hat gesagt, er zeigt dir jetzt ein Video und was du dann dazu sagst. Und hat dich im Raum allein gelassen und hat dir dazu gemacht. Ja, genau. Da waren sie nämlich schon zusammen. Da waren wir frisch zusammen und du kommst an. Was hältst du von dem Video? Kann man das so lassen oder nicht? Machst du das? Ein gutes Liebesvideo verlässt den Raum. Und ich denke einfach nur, will er mir damit jetzt irgendwas sagen? Das hätte er auch netter machen können. Also ich habe mich erstmal tierisch verarscht gefühlt, habe aber nichts gesagt und habe abgewartet und habe gesagt, vor lauter Schreck habe ich gesagt, mach was du willst. Obwohl ich ja, keinen toll. Plan hatte für da, was. Da will ich Rat einholen und kriegst du so eine Antwort, ey. Ja, na, was denn du? Ich dachte, du willst ja damit vielleicht wirklich irgendwas verklickern, so Tina ist eigentlich ein Hübscher oder so. Nee, hättest du. Du hättest die Bremse ziehen können. Du hättest sagen können, ey, es wirkt ein bisschen, als wäre sie gestorben oder so. Nein. Ich sag doch nicht zu dir, du wirkst ein bisschen, als wärst du Tina verknallt. Nein, als wärst du gestorben. Nee, das hat der mich nicht so gewirkt. Er als willst du mich loswerden. Und willst du mir das deswegen, du verlässt den Raum, lässt dieses Video abspielen, hoffentlich verschwindet die Ahne danach einfach. So kam das. Lustigerweise hat Tina dafür gesorgt, dass sie mich überhaupt angeflirtet hat. Ja, kann das sein. Auf dem Scheißhaus. Sie hat nicht dafür gesorgt, sie hat mir doch. Ja, hat sie. Es war ihre Unterstützung, die mich überhaupt dazu gebracht hat. Stimmt schon. Okay. Tina, Grüße und Daumen hoch. Und ach, da kommt ja eh bei. Du musstest dich mein ganzes Gefleder anhören. Ja, also Osama sagt als nächstes. Ah, Osama. Yo, Kalle, hoffe, du bist dabei. Wenn nicht, schade, aber vielleicht hörst du ja trotzdem. Wollte nur sagen, ich verstehe kein Wort, dass ich gerade den Film mit dir. Ach so, okay, sorry. Bei Kika im Livestream gesehen habe. Danke, Robin. Und wollte mal sagen, gut gemacht. Fand ich gut. Was ich zu manch anderem Schauspieler in dem Film nicht sagen kann. Schneewittchen, Aschenputtel, kein Plan. Die nicht singt. Jetzt sag du doch mal was zu diesem Film. Ja, war schon. Nee, du hast gesagt, du hast ja echt so ein bisschen. Ich habe gesagt, ich war tatsächlich gespannt oder so, habe ich geschrieben. nee, du hast mir dann wirklich nochmal gesagt, dass du so richtig angespannt warst und so richtig, als es zu Ende war, so aufatmen konntest, weißt du, weil das so richtig. Aber spoilert mich nicht, gell? Ich habe es noch nicht gesehen. Hm. Naja, es geht halt um diese Selbstmordgeschichte. Nicht spoilern, habe ich das nicht gerade gesagt? Für alle, die den Film von Kalle nicht gesehen haben, linke ich den mal in der Beschreibung, ganz unten, müsst ihr ganz runter scrollen. Machst du wieder unter, bei den Fotos? Nicht unter, das, unter, was? Werden schon wieder Fotos gemacht, jedenfalls. Ja, Standard. Ja, genau das, wo Robin gerade meinte, habe ich gesagt. Ja, gut. Mein Geld. Okay. Aua. Apocalyptic Theory. Robert haut's einfach immer raus. Immer. Hitleriger Typ. Aber Kalle, wie sieht's im Moment so mit deiner Schauspielkarriere aus? Naja. Ja, aber dazu muss man sagen, dieser Film war innerhalb dieses Rahmens kika-krimi.de Erfurt das letzte. Also da gibt es nichts mehr jetzt. Krimi.de ist abgesetzt. Kalle ist jetzt zu alt, als Kinderstar so zu machen. Da werden jetzt neue kommen wahrscheinlich. Ich kann jetzt zu einer etwas erwachseneren Krimiserie. Ja, er hat sich auch irgendwo beworben, aber dann musste er irgendwie mit dem Flug irgendwie irgendwo anders hin. Ich weiß nicht mehr, wie das war. USA oder so. Außerdem möchte ich, dass Herodes etwas über den Phallus der argentinischen Ruderente erzählt. Ja, das ist nicht besonders. Der hat halt, das ist halt speziell geformt. Der ist besonders. Ja, der ist anders. Du hast gerade gesagt, der ist nicht besonders. Der ist besonders. Der ist übelst lang. Ja, besonders geformt. Und Markus, du hast wieder lange nicht mehr gesagt. Lass mal die nächste Frage, Markus, beantworten. Was sagst du zu diesem Penis? Von der Ruderente? Ja. Was war denn das Peinlichste, was du gemacht hast, als du total im Suff warst? Boah. Warum er sich dabei entschieden hat, sich. Ja, okay, das dauert ziemlich lange. Ich durfte auch schon mal kurz betrunken reingucken, aber ihn betrunken mal. Ich war betrunken und durfte immer wieder betrunken reinziehen. Achso. Das war im Plan. Ja, ja, mit Markus abdancen, das macht richtig Gaudi. Ja, das ist locker. Richtig gute Skills hat er da. Ja. Also, du musst jetzt das Krasseste, aber erzähl mal so eine krasse Sauf-Story. Wie das mit Zielmarkt vor 2 Jahren. Ah.
Nee. Doch. Ohne andere dabei. Da bin ich auch dabei gewesen. Ey, da sind wir drei in der Story drin. Ja, erzähl doch mal. Auf jeden Fall. Erzähl du sie doch einfach, Herr Rodes. Du kannst so gut Geschichten aufbauen. Erzähl sie so, dass sie gerecht ist. Über dich eh. Naja, also ich war. Ich erzähl's aus meiner Perspektive. Also ich war, glaube ich, mit Seth auf dem Zwiebelmarkt. Das ist das Weimar, das ist in der Woche wieder. In Weimar, ganz große Veranstaltung, kommen die ganzen großen Stars wie MC Fitti. Was reizt sich auf Waititi? Ja. MC Fitti. Also da kommen richtig viele Leute weltweit her und gucken sich das irgendwie kaufen der Zwiebeln. So. Ja, es ist basically it, ja. Und Zwiebelkuchen, was ich total abartig finde. So. Kuchen hat süß zu sein und Zwiebeln sind zwar auch süß, aber das ist nicht süß. Aber das heißt, denk einfach, es wäre eine Pizza. Ja eben, so. Es ist ja eher so eine... Cool. Aber ja, auch ja, ein Pizzateig, aber was herzhaft ist. Es ist Pizzateig mit Zwiebeln. Aber das ist jetzt nicht Zwiebelkuchen, das heißt trotzdem Kuchen. Zwiebel... Sie können ja auch Zwiebelpizza. Ja, aber ich finde es trotzdem wieder nicht. Außer du holst dann Bier. Kennst du es dann? Du sagst, du die Gedanken vom Kuchen. Jetzt, du dann hier holst, ja. Darfst du dich bedienen. Anna sagt außerdem, dass die Stadt Weimar voll die krassen Acts rankriegen könnte, aber will das Geld nicht bezahlen. Deswegen kriegen wir nur Christina Stürmer und MC Fitti. Genau. Und Weimar kriegt eigentlich ganz viele Bewerbungen auch von den ganz, ganz tollen Bands und tollen Sängern. Ich möchte keine Namen nennen, weil ich das gar nicht weiß. Immer gut. Aber es ist schön, wenn du die Geschichte jetzt erzählen könntest. Genau. Also ich war mit Seth unterwegs auf dem Zwiebelmarkt. Er so, oh geil, dann kommt doch Paolo. Und so, Paolo kam und er. Oh, ich bin schon 24 Stunden wach, Alter, ich hab voll gekippt. 24 Stunden ist voll nicht viel. Doch. Doch, na klar. 24 Stunden ist viel. Wenn es abends ist, dann ist man davor schon. Das war ja abends. Ich dachte, das kann ja heiter werden. Ja, müsste er ja ein bisschen zu. Aber wie zu fünf unterwegs und Markus hat halt noch Kirschen, hat's noch so eine schöne Flasche, weg damit. Und dann, wenn ich aufhören soll zu reden, wenn es zu gemein wird, sagst du Bescheid. Hä, wieso? Was passiert denn jetzt? Jetzt bin ich echt ein bisschen gehypt, du. Noch auf einen anderen Kumpel getroffen. So rumgelaufen, dachte so, oh, Markus besoffen, bla bla bla, die ganze Zeit du Scheiße erzählen. Oh, Markus. Und er geht zum Glück in irgendeine Privathauseinfahrt pullern. Wieso, das ist unsere Chance. Rennt! Mitten in der Stadt, so irgendwie 100.000 Leute in der Stadt, in unserer kleinen Innenstadt. Ja. Ihr seid nicht weggerannt, ihr seid einfach. Ich habe mich nicht gehört, als ich mein Geschäft gemacht habe. Das stimmt. Ja, jedenfalls waren wir dann weg. Irgendwie zwei hatten ein schlechtes Gewissen, haben ihn gesucht. Und wir sind halt einfach weiter. So, und dann den weiteren Verlauf, ich hatte dann noch einen schönen Abend, jetzt kannst du ja übernehmen, denn jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt komm ich ins Spiel. Ich bin nämlich gerade in dem Moment wahrscheinlich auf besagten Durchgang zugetingelt mit meinen Kumpels. Und da kommt plötzlich in der durch die Menge, er hier, hat uns vorbeigetorkelt, ich nichts ahnt, ich wusste dann ich auch nicht, dass er ohne, dass hier er seine Leute die alle verloren hat, hab dann gerufen, hey Markus, und er ist dann auf jeden Fall auf uns zu und hat sich einfach in unsere Gruppe reingehangen und ist dann einfach uns hinterhergegangen die ganze Zeit, hat dann war auch ziemlich, naja, wie du schon gesagt hattest, eine Flasche Kirsch und 24 Stunden wach. Das war nicht nur die Kirsche, danach haben wir noch irgendeine Flasche irgendwas gekauft. War das aber jetzt schon wieder war das jetzt die Geschichte schon wieder? Nein. Achso, okay. Dementsprechend ging er uns dann auch ziemlich. Es arbeitet auf ein großes Event. Ja. Daraus haben wir. Naja, eigentlich ging es dann so, dass wir dann er ist dann bei uns auch nochmal pinkeln gegangen. Wir waren auch nicht schon, wir haben gewartet. Dann ist er aber nicht zu uns zurückgekommen, sondern ist zu irgendwelchen Leuten gegangen, die wir nicht kannten. Hat sich dann mit dem unterhalten und ist dann mit dem hinter irgendein Haus gegangen. Und war dann weg. Dann sind wir weitergegangen. Am nächsten Tag war er dann wieder Schule oder zwei Tage danach. Mhm. Kam er dann zu mir und meint, ja, ich lag dann noch am Samstag im Krankenhaus wegen Unterkühlung. Und ich einfach nur dachte, was? Das war jetzt zu viel, oder? Nee, war heute. Zu viel. Ich dachte mir, Alter, scheiße jetzt. Jetzt hast du ihn verloren und wir auch noch. Aber es war dann eigentlich nichts mehr. Jetzt musst du noch auf deine Genau, musst du noch die Sache. Ja, wie ist er denn da jetzt hingekommen? Du musst doch erzählen, wie du ins Krankenhaus gekommen bist. Die Geschichte. Ins Krankenhaus gekommen bin. Na, okay. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann wahrscheinlich auf irgendwo mich hingelegt hatte, wahrscheinlich auf eine Wiese oder so. Und dann bin ich halt irgendwie wach geworden und dann hatte ich so Blaulicht gesehen. Okay, die Johanita hat mir Blaulicht, oder? Ja, das Blaulicht. Und, hey, das mit den Geschichten, das bringe ich euch mal noch bei.
Ey, die Johanniter, die hatten noch blaue Zähne. Übrigens wichtiges Detail, Junge. Jetzt kommt da noch was. Ja, okay, auf jeden Fall hatten sie mich dann oh Gott, ey. In den Wagen eingeladen und und dann haben sie mich nach meiner Sozialversicherungsnummer gefragt. Richtig gut. Erzähl du weiter, wenn du willst. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da kam die Schwester rein und die meinte auf einmal, oh, sie haben da eine Pistole unter ihrem Arm. Ja, ich bin ein geheimer Agent. Und dann bin ich nach USA geflogen und dann habe ich da Leute getötet. So. Nächste Frage. Ich erzähl mal seine Story. Essentiell war eigentlich nur der Kilometer Aufenthalt im Krankenhaus. Was? Das war überhaupt nicht witzig. Das ist so. Es geht auch um eine Saufgeschichte. Ihr müsst unbedingt mal. Du musst doch richtig zuhören. Ja, aber wenn ihr auf einer staatlichen Schule seid, passieren euch solche langweiligen Saufgeschichten gar nicht erst. Das passiert nur Waldorfler. Hä, wieso? Wir können aber nur keine Geschichten erzählen. Das ist einfach der Anfang der Geschichte gar nicht. Ja, er war betrunken und ist von Gruppe zu Gruppe betrunken gewesen, kam ins Krankenhaus, war er betrunken. Und keiner wollte ihn, ihr Assis. Das ist so krass. Das müsst ihr dann aber auch darum, das ist ja auch so aufbauen. Ich war gar nicht so, dass wir ihn nicht wollten. Nee, aber dann müsst ihr es so aufbauen, weißt du? Nein. Der arme Junge, ja, hat drei Gruppen, eine davon kennt er noch nicht mal, ja. Wird bei der ersten weggeschickt, ja. Wird zu der zweiten geschickt, zu der dritten. Von der dritten wird er dann irgendwie auf eine Wiese gekachelt oder keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Ich glaube, ja? ich wollte zu einem Klassenkamerad laufen irgendwie und mich da aufhalten. In seinem Zimmer dann. Aufhalten. In dein Zimmer gehen, ja. Der Plan für den Abend war, ich wollte zu meinem Kumpel gehen und mich in seinem Zimmer aufhalten. Nein, weißt du, der wird von Gruppe zu Gruppe geschickt, keiner will ihn haben. Und dann endet der arme Sack, ja, im Krankenhaus und ist dem Tode nahe, ja. Das ist voll lustig, ja. Super lustig. Vor allem, dass eigentlich seine lustige Saufgeschichte sein sollte. Das war voll der Brüller, Alter. Dass man bei Horrorfilmen nicht geschockt wird, ist klar. Aber da aber bist du auch gar nicht angespannt bei denen? Eigentlich nicht, nee. Auf jeden Fall ist Conjuring die Heimsuchung echt das Kinogeld wert. Und der ist auch wahrhaftig der krasseste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Ja, dann müssen wir uns den echt mal angucken, Anna. Ja, mach noch. Robin. Machen wir eh nicht. Nazis raus, sagt iPod. Und da können sagt der aber heute recht, Linke, ja, heute gehen wir noch ins Kino. Na, ja, das ist ganz illegal. Illegale Mitteilung. So, ja. Alter, das machen wir so. Ach, das machst du mal. DVD kaufen. Nein, mach ich nicht. Ich schaue nämlich voll keine Filme. DVD, was bist du denn für ein... Ich zocke nämlich GTA. Legal. Ich kaufe tatsächlich DVDs, weil ich kein Internet habe. iPod sagt Nazis raus. Ich glaube, der denkt wirklich, dass Robert so ein verschriebener Rechtsradikaler ist. Nein, Nazi-Robert ist ein Teddybär eigentlich. Ja. Und der andere sagt Linke auch und da stimme ich zu. Also diese ganzen Extremismus ist eigentlich immer scheiße, finde ich. Ja, egal ja, was. Ja. Das habe ich dir zweimal erzählt. Wieso? Ja. Hast du schon vorher von mir gehört? Genau so. Nein, das war schon immer meine Dingsens, das ist die Antifa und so. Die sind, weißt du, wenn die zu zehnt einen Nazi verprügeln, was ist denn da besser? Die haben keine 6 Millionen Juden gebracht. Na, der auch nicht, der andere. Na, aber das Ganze ohne Scheiß, Leute, ja. Sorry. Ich hätte eh kein Gegenargument gehabt. Sehr gut. Nee, das Ganze, da habe ich eine Zeitung gelesen, ja. Das war 2 oder 3 Jahre her. Und es war auch irgendeine Wahl oder. Dann ist es vielleicht doch die 4 Jahre her. Auf jeden Fall irgendein Typ von der NPD hier aus unserer Stadt, ja. So, existierte vor 4 Jahren. Und ich lese einmal in dieser Scheiß, in der Rathauskurier oder was das ist. Und da steht dann da, es ist total unlustig, aber ich muss total lachen bei der Vorstellung, dass 4 vermutlich Linksextremisten, Alter, ich finde das Linksrechtsextremisten, in der Nacht, von Montag ist so schön aufgebaut, in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Angehörigen der NPD-Fraktion von Weimar mit einem Straßenschild verprügelt hat. mit so einem riesen Ding mit so einem Schild dran. Total unlustig eigentlich, aber die Vorstellung halt, das war zum Ziel, war vor 4 Jahren, ohne Scheiß. Die haben den mit dem Straßenschild verprügelt. Da musste ich richtig lachen. Es war halt so schön aufgebaut. Die letzten 3 Wörter waren dann dieses Comic Relief, wo dann richtig lachen musste. So. Okay. Habt ihr schon mal eine Anzeige oder ähnliches für eure Pranks bekommen?
Markus. Ich nicht. Also ich wüsste nicht, dass ihr es bekommen habt. Nee, aber du hast auch noch keine. Nein. Hat überhaupt schon mal jemand eine Anzeige gegeben? Nein, wir hatten eine, aber die wurde fallen gelassen. Ja. Ihr schon mal, ihr zwei Wände? Ist eine Anzeige. Ja, es war ein Fall. Ich bin so mehrmals knapp vorbeigeschrammt. Du bist auch clean. So clean, komplett. Mein Akt ist. Ich habe eine Anzeige bekommen. Achso, du bist der Einzige, der nicht clean ist. Im Saturn. Dann habe ich diesen Eintrag ins Polizeidings wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Weil ich D-Böller gezündet habe. Es klingt, als wäre ich sonst was für ein Bombenleger. Und. Nee, das andere, das wurde nicht zum Protokoll genommen, also es gab keine Anzeige oder so. Du bist der Einzige, der so richtig krass ist. Ja. Eigentlich habe ich da noch eine dritte Anzeige, die gerade aktuell läuft, weil ich habe gehört, man kann Anzeigen gar nicht zurücknehmen, aber egal. Oh. Ja. Vielleicht hast du sie einfach gar nicht gemacht. Das macht voll Sinn, dass man Anzeigen nicht einfach zurücknehmen kann, weil wenn die Polizei sich da einmal beschäftigt hat mit, dann sagen die dann nicht einfach nur, weil die Person sagt, nee, hat sich erledigt. Weißt du, da war die Arbeit ja umsonst so. Aber ja, die hat es wahrscheinlich nicht gemacht, denke ich. So. Ja. Dann fragt der Nächste mich, Olli Dacilla, fragt mich, ob Martin Sonneborn einer meiner Vorbilder ist. Sage ich, an sich habe ich keine Vorbilder und Martin Sonneborn auch nicht. Ich beschäftige mich nicht so mit dem. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Gründer von der Partei Die Partei. Ja, das ist witzig. Ja, der hat den. Was ich ganz lustig fand, war das Video, wo sie bei der FDP einmarschiert sind, direkt nach dem Bundestags-Dingswahl-Scheiße-Tag. Weil sie so rein sind, habt ihr sicher nicht gesehen, das Video. So, weil die hatten mehr Prozente als die FDP und die sind dann schon mal so rein, ja, wie schnell könnten sie das hier ausräumen, das Büro und so. Und dann haben sie so vermessen und das ist eine ziemlich lustige Idee gewesen. Also haben die übelst geprankt quasi. Ja. Na, die haben auch schon lustige Ideen, aber warum solltest du den als Vorbild sehen? Direkt. Also das Vorbild, weil der immer Witze macht. Das ist immer so Panne, wenn man sagt, oh, das ist mein großes Vorbild, dem eifere ich voll nach. Ich kenne Leute, die mich als Vorbild haben, kleine Leute, junge Gestalten und... Kleine Leute, das passt. Holen sich dann einen extra scharfen Döner und schaffen den gar nicht. Das ist auf der einen Seite übelst schmeichelnd, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen unangenehm so. Und es hat auch schlechte Seiten. Doch nur, das hat doch nur, wenn du dann immer rot wirst. Ich mache ja nicht nur gute Sachen. Doch. So. Geht ja fünf Stunden. Wenn die Person dann sagt, ey, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und so, das ist natürlich cool. Aber wenn die dann mit ihren wenigen Jahren rausgehen auf die Straße und Ähnliches machen und dann deswegen gefickt werden und ich dann da indirekt dran schuld bin, dann ist es scheiße. So. Nomas, kommt bald mal wieder was von dir auf Giga. Ja, da haben wir so Insider-Informationen. Ja, weiß ich, ob du schon die Giga-News von Samstag gehört hast. Aber vielleicht ja noch. Ja, aber so. Wir wissen ja gar nicht, wie sich das noch entwickelt. Also chill mal. Vielleicht ändert das ja auch gar nichts. Oder vielleicht, also wir wissen es nicht. Bei diesem neuen. Also ja, kommt bestimmt mal wieder. Das ist ja schon krass. Und noch was zum Feedback. Irgendwie finde ich es doof, wenn ihr die Fragen nur so halb überfliegt. Tut mir leid. Und da die Hälfte der. Tut mir leid, aber wir werden da nichts ändern. Ja, weiß nicht, das ist ja nur halt mal an. Das liegt in der Heim. Ja, mach den nächsten, ist jetzt egal. War nicht wichtig. So, Kameratyp, wie groß seid ihr eigentlich? Nein, dazu, Nomasch. Ich mag dich ja. Wir kennen uns ja schon länger. Ja, Nomasch ist ein. Der macht immer, auch immer sehr lustige Kommentare. Nee, das Ding ist, ich habe Probleme, das Wort zu lesen mit diesem Handy. Das zweitens ist Zeit schon ein Problem und drittens, wenn dann, ja gut, das drittens ist zweitens nochmal, wenn wirklich jeder auf jede Frage ausführlich antwortet, dann wird es wieder zu lang. Genau. Verschluckt. Ach, er hat kein Problem damit, der sich herum. Jetzt hast du passiv Rauchen geantwortet. Nicht gut. So, ich bin 1,78 Zentimeter. Schon 80 Meter, meine ich. Ja. 1,75. Paar 80 irgendwas. Größer als ich. Ist jetzt nicht so interesting. Ist er größer als ich? Nein. Ist er größer als ich? Ich bin da nicht viel. Also du hast auf jeden Fall den gleichen Hund. Das stimmt. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,70. 1,70? Ja. Du bist 1,70. Ich kann nicht sein, auf dem Ausweis. Ich bin ziemlich exakt 1,70. Bei dem Ausweis wurde ich mich gemessen. Ich wurde erst kürzlich im Suff wieder vermessen. Wir vermessen uns gerne im Suff und ich bin genau 1,70. Also nicht größer und nicht kleiner. Da fragt außerdem, kommt auch nee, 1,70. Man, schrumpft am Hero. Also, man schrumpft am Nachmittag und am Morgen ist man. Das die Mondanziehung, die stretcht dich auch.
Also bin ich eigentlich ein halbes Zentimeter groß. Das ist wie Ebbe und Flut. Das kann schon sein, dass du groß bist. Beat to Watch hat selber produziert, der ist nämlich Endgame. Bist du blöd? Es steht einfach mal in der Beschreibung, Beat von Filio Music. Ich glaube, die hatte mal falsch gemessen. Irgendwie. Wer fragt das? Ich bin 1,76 groß. Ich glaube, der gehört zu dem. Stell dich mal neben Robin. So, ihr beide mal bitte aufstehen. Um dich jetzt mal nicht dissen zu wollen, Markus, das stimmt wirklich, dass man morgens, aber man ist. 1,76 auf jeden Fall. Man ist morgens irgendwie nur so 0,01 Millimeter größer. Deswegen. Nee, das ist schon ein kleiner Unterschied von 0,5 Zentimeter. Ja, aber Alter, das ist. Herr Rot ist der Größte hier. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen, in der Beschreibung steht immer, wo ich die Beats habe. Ich bin da ganz fair. Und wenn ich die selbst produziere, dann schreibe ich das auch da rein. Aber ich produziere selbst keine Beats. Aber wenn ihr ein Programm wisst, wenn ihr zum einen ein Programm wisst, womit man Beats machen kann, for free, sagt mir das. Garage Band. Ja. Und außerdem kann mir mit Autotune kaufen. Ich wollte nur mit Autotune arbeiten. Schon immer ist mein Traum. Jetzt, wo wir gerade beim Thema Software sind. Ja, wo wir das gerade sind. Mrs. A. Ich habe nämlich letztens mal geguckt, wie viel das kostet. Das ist echt übelst teuer. Über 100 Euro. So ein Autotune-Programm. Also zwischen Kalle. Offizielles. Kauf dir das doch. Habe ich ja nicht so viel Geld. Also zwischen Kalle im Fernsehen und Kalle in Real Life liegen ja echt Welten. Finde ich jetzt gar nicht. Das ist auch so ein Meister. Vielleicht, aber naja, doch schon. Ich bin so selten in Weimar, aber wen sehe ich? Die ganze Nosterafe-Crew. Was macht Daniel denn in den USA? Rumbuhren. Mit Kalle. Ja. Sich gegenseitig ein bisschen pimmeln. Weil die fanden die sind nämlich ausländerfeindlich. Außer auf Amerikaner. Die fanden aber die Nutten in Amsterdam nicht so ansprechend. Kalle, Daniel war nicht mit. Ja, scheiß drauf. Ja, ein bisschen rumziehen und filmen vielleicht auch, aber auf jeden Fall nicht primär zum Filmen. Also erwartet nicht zu krasse Footage aus Amerika. So, Sushi. 81991, meine ich. Was haltet ihr von Sushi? Er heißt Sushi. Ja, du bist toll. Also von dir halten wir nicht so viel. Aber Sushi habe ich noch nie gegessen. Oder nicht? Ich so ja, ich habe schon mal Sushi gegessen, aber vegetarisch. Das heißt, das ist jetzt nicht das Essentielle an Sushi. Also haben wir alle noch nicht. Also hast du nur das Blatt drumherum gegessen. Nein, das ist nur so Reis und Gemüse mit drin. Also hat keiner von uns bisher Sushi gegessen. Nicht richtig, nein. Also, aber ich muss sagen, das mit Reis und Gemüse hat geschmeckt. Ich habe das echt öde vor. Ja, ich stell's mir echt vor, wie du es gesagt hast, wie es im Altenheim riecht manchmal. Und so. Fick dich selber, Robin. Das ist halt roher Fisch. Ja, eben. Harlekin sagt, ich soll mich selber ficken. Vielleicht müsste ich meine Aussage relativieren. Für das meiste andere gibt es. Ach so, ja, wegen den Nintendo-Sachen. Er hat gesagt, Nintendo, ja. Das habe ich auch mal gesagt. PC und Nintendo brauchst du. Und jetzt hat er eine PlayStation 3 und ist ganz fröhlich. Das Zelda bezog sich auf die Frage der Aussprache von Zelda. Und ich wollte damit nur. Er wollte mich supporten. Keine Ahnung, ob das schon mal gefragt wurde. DC oder Marvel? Sagt ihr mal was. Wurde ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und hier. Nee, von uns nicht. Hier. Nicht? Die Comics sind die Mritze Verfilmungen. Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Ich sag DC nur. DC und Marvel. DC oder Marvel. Naja. Das eine ist mit Batman und Superman. Naja, ich kann das auseinanderhalten. Echt, ja? Ich nicht. Also ich finde nur Batman echt wesentlich uncooler als der Rest der Menschheit. Ja, ich finde Batman total uncool. Echt? Aber auch die Filme? Ja, ein guter Film. Also Dark Knight. Der Rest ist auch nicht weiter im Gedächtnis geblieben. Ich habe die alle gesehen. Krass. Aber also ich finde die auf jeden Fall von dem Film her ist auf jeden Fall DC. Ich meine, ob da jetzt der Comicverlag so viel für kann. Und jetzt von den Filmen her ist das halt, ist DC schon cooler. So. Ich mache mir gerne Feinde, aber Batman ist voll der Spaß. Er hat irgendwie nur so Maschinen an sich dran, er hat ja gar keine Superkräfte. Das ist das Erste, was ich uncool finde. Was ist an dem dann so toll? Das ist nicht immer so, aber in den Filmen alleine dieses Tiefsprechen und so, es geht mir übelst auf den Sack. Echt? Ja, krass. Es ist halt. Es gibt immer so Sachen, die gehen irgendwelchen Leuten auf den Sack und man kann es nicht verstehen. Steht das eigentlich auch im Comic drin, dass er tief redet? Ja, da steht drin, mit tiefer Stimme. Ja, deswegen kann man da zu dem Thema jetzt auch, glaube ich, hier keiner von uns was sagen, weil Comics lesen tut irgendwie nicht so richtig, oder? Ich hatte einen Dragon Ball Comic. Ne? Ja, eben. Also so richtig in der Comic-Szene drin ist ja jetzt keiner. Das kann man jetzt nicht sagen. Na ihr, alles cool? Hallo. Die sind nicht cool. Ist der dumm, Alter. Da hätte er echt mal ein besseres Foto posten können. Da sieht man ja gar nicht. Das könnte auch in Deutschland sein. Hm. Und zur Sexismusdebatte, fickt euch doch, ihr Hater. Zwischen Pranken und bewusstem Sexismus gibt es einen Unterschied.
sofort in den Wettling. Ja, da würden dir jetzt auf jeden Fall die kontraargumentativen Leute würden dir da auf jeden Fall jetzt widersprechen und sagen, Sexismus braucht keinen Vorwand. Man kann auch, ohne dass man Sexist ist, sexistische Dinge tun. Und das stimmt ja auch auf gewisser Ebene. Dir gebe ich natürlich auch recht. Aber, ja, lass mir das Thema, Alter. Bitte mal. Wart ihr wegen einem eurer Stunts, Pranks, Challenges schon mal im Krankenhaus? Aufgrund einer Verletzung. Da wurdest du? Als du damals hier dieses für das Watch Dogs Video über die Mauer geklettert bist? Ich bin ja gar nicht mehr drüber, ich bin ja nur mal vorbeigelaufen. Da bin ich ja hingefallen und hat sich das See gestaucht. Ja, und da bin ich fast gestorben. Du auch nicht, Nägel. Nee. Wenn dann wegen Skaten und ich gehe gar nicht mehr zum Arzt, weil es war bis jetzt immer dasselbe. Es wird geröntgt, bla bla bla, ruhig halten, ruhig halten. Und im Endeffekt. War nie was gebrochen. Ja, also. Wenn es ein offener Bruch geht, gehe ich mal wieder ins Dings. Aber sonst, wenn ich irgendwie nur an der Hand. Wenn ich umgeknickt bin mit dem Fuß, Alter, ich. Zack, ruhig halten. Wenn ich zum Arzt geht, kann das auch sein. Also, unser Vater hat da jetzt so eine ganz coole, schräge Hand. Die kenne ich. Die ist jetzt sehr ekelhaft. Euer Vater ist mein Onkel, ich kenne den. Ja, ja. Dein Vater ist mein Onkel. Was? Aber das ist ja zum Beispiel jetzt erstmal ein Mindfuck, Alter. Also wenn deine Hand du bist zwar mein Bruder, außer der Richtung ist, sollte man schon zum Arzt gehen, um sie richten zu lassen. Ist natürlich auch cool, wenn die so schräg ist, aber... Ja, das macht was her, ist trendy. Wird der Ton von Watch Dogs ein Grafikschmaus? Und das, genau, das stimmt nämlich nicht ganz. Das Gameplay auch? Was? Der Ton? Der Ton wird ein Tonschmaus und das Gameplay ein Gameplay-Schmaus. Audioschmaus. Nee, Tonschmaus. Und das Gameplay wird ein Gameplay-Schmaus. Ich glaube ganz ehrlich, das Gameplay wird nur ein halber Gameplay-Schmaus. Ja. Wenn das so echt so läuft wie bei Assassin's Creed. Genau, das hat mich auch extrem abgeturnt, dass da jetzt irgendwie die paar Leute echt schon sagten, dass es eher so wie Assassin's Creed sich spielt. Ach, Schwachsinn. Die Diskussion hatten wir ja schon. Die Games, das Gameplay wird schon ein ziemlicher Gameplay-Schmaus werden. Ich meine, so. Es gibt, guckt euch mal ein paar Sachen an. Es gibt zum Beispiel diesen ausbaubaren Stock. Da kann man Leute verhauen. Genau. Es wird aber Leute gibt's verhauen. Gibt es bei Assassin's Creed nicht, auch. Gibt bei GTA nicht. Ja, der verhaust aber dann halt mit anderen Leuten. Nee, es geht um diesen ausbaubaren Stock. Ja, aber mit dem ausbaubaren Stock verhaust du auch da. Leute. Ja. Der ist da im Existieren in diesem wow. Spiel. Wow. So, The Matthias, wir sind fast durch. Wie findet ihr es, dass deutscher Rap sich in Richtung lustig und klug entwickelt? Jetzt fehlt Kalle. Jetzt. Alligator, Trailer Park, 257 Nos, 8 und. 27 Nos, MCL. Wenn euch das so gefällt an Rap, hört mal. Männersmus. Ich denke, Fetischflows von denen wäre mal was für euch. Kranker Humor mit geiler Technik. Interessiert mich ja jetzt nicht so. Hört ja einer von euch irgendwie Hip-Hop so irgendwo? Ja, Alligator und Captain Peng. Ich höre nur meinen eigenen. Captain Peng finde ich Captain cool. Captain Peng hast du vergessen. Der ist nämlich auch in dieser Sparte des eher intelligenten und witzigen. Aber sonst muss ich dazu sagen, es gibt genauso noch diese ganzen Alligatoren. Nein, die ganzen anderen Alis und Haftbefehls und Echo Freshs und wie die alle heißen. Also es ist ja nicht so. Ja, ihr wisst schon. Es ist ja jetzt nicht ausgestorben, dieser Gangster-Rap. Der ist ja immer noch mehr als präsent. Naja, aber es ist jetzt so, dass der zum Beispiel Alligator mit seinem Album jetzt auf ganz vorne war, so meistverkaufte Album und so. Ja, das stimmt schon. Ja, in dem Sinne des Mainstreams. Ja, das ist jetzt bestimmt auch ein bisschen durch Crow noch gekommen und so. Oh Gott, Crow. Auf jeden Fall intelligenter und nützlicher. Wie war das? Du musst kein Geld ausgeben oder so. Spider-Mai. Wie ging das? Wer ist, war euer favorite Pornstar und habt ihr einen bestimmten Fetisch? Also mein favorite Pornstar ist ja Vitali. Der hat nämlich auch Porno gedreht. Vitali Klitschko? Nein, Alter, der Prankster, von dem wir es vorhin hatten. Der mit der Kettensäge gemacht. Achso, der. Der hat nämlich ein Porno gedreht, Alter. Echt? Ja. Ist das auch so mit Pranken? Dadurch ist der irgendwie so, weil der da ist ja umstritten. So. Ja, Fetisch, mein Fetisch ist Anna anfassen und Herr Rodes französische Wörter ins Ohr. So deiner? Fetisch? Fetische? Fetisch? Hast du sowas? Feten. Deine Feten. Nicht irgendwie spezielle Vorlieben bei solchen Acts. Bei dem Korken. Gibt es irgendwas, was dir jetzt besonders gefällt? Männchen, Weibchen, Brüste, Arsch, Füße. Ja, genau, Füße und so. Also Fußfetisch kann ich nicht so nachvollziehen. Obwohl gibt's alles. Ich finde Füße allgemein eigentlich abstoßend, aber deine Füße gehen. Der ist ja auch in Deutschland gar nicht so präsent. Dieser Fußfetischismus ist auch eher in Amerika. Meinst du, es ist so eine Volkskrankheit in Amerika? Genau. Ich meine nur, dass es hier jetzt noch nicht so. Jo. Okay.
The Ice Cream Man 06. Wann kommt ihr mal nach Hamburg? Oh, wie ist denn das mit dem Mann? Kommt ihr mal da und dorthin? Wir haben das zusammen noch geklärt. Wie ist das Spast? Wie ist denn das Spast? Das haben wir doch erklärt, haben wir euch doch erklärt. Das ist doch nicht das. Guckt das mal bitte erste Folge weg an. Und ihr müsst das hey Mädels, wir haben ja eine Frage an euch. Folge. Was ist euer Fetisch? So, das nächste ist für euch übelst uninteressant, Dunkelwelpling. Was haltet ihr von Trobagott? Ihr kennt den garantiert nicht, oder? Trobagott? Aber er sagt, und wie erklärt ihr euch, dass ihn zwar jeder kennt, aber er aber kaum Abonnenten hat? Tja, ich kennt ihn den jeder? Der ist schon ziemlich lange aktiv. Ja, ich kenne ihn ja auch. Es lohnt sich nicht, den zu abonnieren. Aber Dr. Alvesen zum Beispiel hat den mal gepusht. Mit Product Placement hat er ein Video gemacht über den. Der macht halt Trash-Filme, das will halt keiner sehen. Also nicht jetzt abwertend, aber es hat halt nicht so viele Fans, das Genre. So. Aber gefällt es dir denn? Nee, also. Nö. Gut. 19 Ton Kapilz. 89. Wieso seid ihr immer so geil auf Dildos? Sind wir eigentlich nicht. Wo ist er? Wir haben nur ein Dildo. Da. Stimmt, wir haben den heute das erste Mal nicht mit. Was? Hast du das Spots-Video von mir gesehen, das ich hochgeladen habe? Ja. Das ist witzig. Ja. Aber du hättest es ja am Titel noch reinhauen können, weil ich habe gar nicht gedacht, was abgeht. Ja, das ist ja der Witz. Du musst ja verstehen. Ja, okay. Das wollte ich nämlich an der Sache sagen. Wir haben ja auch einen Trash-Kanal. Und der geht ganz schön vorwärts. Der geht richtig schnell. Der wird gut abonniert, verstehe ich. Fast 2000. Minimal. Ja. Aber wenn der Dildo hier liegt, dann verleitet er echt zum Spielen. So. Das wäre jetzt hier schön. So, seit wann hat Kalle so einen sexy Bart, fragt er außerdem noch. Kalle ist einfach zu faul, sich zu rasieren. Kalle ist einfach freudig. So, Fernsehgorilla wäre Alter eine Firma, würde Kalle sehr viel Geld für Product Placement bekommen. Alter! Sehr guter Kommentar, würde Kalle sagen. So, dann fragt The Matches mich, ob ich mir den Bart extra so rasiere oder ob es wie bei ihm ist und ihr wächst einfach keinen Vollbart. Er hat eine Seite ist auch hier. Immer dieses räudige, was er... Ja, ich habe eigentlich schon Bart. Mein Backboard ist am Start, Alter. Könnt ihr wissen. Also, ja, der wuchert. Also ja, ich rasiere mir den so. Der ist aber hier unten auch trendy, weil da sind rote Haare drin, braune Haare drin, und blonde, richtig weiß-blonde. Schwarze und richtig weiß-blonde. Ja. Das ist alles hier drin. Und so deswegen, ganz viel Orange ist deswegen drin. Ist der voll im Bad, der Bart. Den hat nämlich keiner. Sieht man jetzt im gelben Muss Licht nicht sehen, nicht. Und außerdem fragt Raul Sanchez Rodriguez Panama mich, kann man mich bei PSN das sieht so lächerlich aus, wenn du sprichst. Susi Lee, ja. SUZYLEE. Und ich plane auch. Leute dazu ja, aber ich lösche auch wieder welche, die länger nicht online sind oder so. Ich bin eigentlich auch nicht so oft online, aber zurzeit durch GTA halt. Ach du Scheiße, Leute. Jetzt kommen wir kurz zu Amsterdam. Ihr wart da alle nicht da. Lasst mich kurz ein, zwei Minuten darüber sprechen. Wir sind hingefahren, es war sehr schön. Wir sind dort angekommen. Wir waren eine halbe Stunde da und haben so ein Päckchen Gras einfach mal vom Subway rumliegen sehen. Das war. Ihr habt mir nichts mitgebracht. Wir haben denen nichts mitgebracht. Das war sehr stereotypisch, war sehr lustig. Dann haben wir bei Subway gegessen, dann sind wir viel durch die Stadt gelaufen. Einige. Raten, das, was da rumlag, hat die Stadt so geknallt. Einige Leute von uns haben eventuell etwas konsumiert, woraufhin der folgende Tag drehtechnisch etwas beeinträchtigt war. Des Weiteren hatten wir auch Probleme bei der Parkplatzfindung, deswegen war es alles nicht so. Aber an sich war es echt lustig, weil es mega abgefuckt war. Ich erzähle noch kurz, weil ich will echt hier nicht das so aufhalten. Ach, nee. Können wir dann das nächste Mal nochmal drüber erzählen. Das ist wirklich cool, erzähl ich. Wir kommen an. Und in der ersten halben Stunde sind so viele abgefuckte Dinge passiert, das war einfach zu krass für uns. Wir kommen an, finden dieses Päckchen, gehen weiter, dann kommen da erstmal die Nutten. Da sind Kinder, da sind da fette Nutten in Schaufensterscheiben. So, kann ich bis jetzt auch nicht. Brauchte ich halt einfach mal ein paar Minuten, um das zu verarbeiten. War sehr lustig. Brauchst ein paar Minuten, um das zu verarbeiten. Da waren fette Nutten. So, dann laufen wir weiter. Dann ist da einfach mal mitten auf der Straße. Also ich höre es auf einmal plätschern, ja. Und mitten auf der Straße ist so ein Konstrukt hier, eine Wand, wie so eine Spirale, so eine Schnecke. Und da pissen die Leute einfach auf die Straße. Es ist in Deutschland undenkbar und die pissen da einfach hin, neben dich so. Da ja, sind, was für eine Spirale? Wir kommen, na, einfach nur eine Wand, die wie eine Spirale von oben aussieht, wo man so reingeht. Dann ist man halt blickgeschützt, aber man pisst da hin. Es ist auch unten offen, also man sieht den Strahl und alles. Ja, wo geht die Pisse da hin? Auf den Fußboden. Auf die Straße. So.
Das alles innerhalb von einer halben Stunde. Wir finden das Gras, gehen weiter. Da sind die Nutten, da pisst er auf die Straße, da laufen wir weiter. Kalle wird fast umgefahren von einem Moped, was übelst durch die Innenstadt heizt, obwohl da keine richtigen Straßen sind. Das ist die Heizung, ja. So, dann kommt Polizeiauto, heizt auch übelst an uns vorbei. Ich habe Kalle übelst das Leben gerettet. Der hätte ich nicht zur Seite gezogen, er war übelst tot. Kommt die Polizei an, ist da irgendjemand abgestochen worden oder eine Nutte verprügelt oder irgendwas Krasses. Erstmal so eine enge Gasse, stellt sich da ein Bulle davor, wie so der Walker Texas Ranger. Übelster Menschenauflauf, übelst abgefuckt. Im Hintergrund schreien die nächsten Nutten, wir gehen weiter durch die nächste Straße, kommen in eine Straße, wo links und rechts nur solche Fickzimmer aufgebaut sind. Und es war einfach mal morgens um 11 und da gehen die ein und aus und Rambazamba die ganze Zeit. Und das war die erste halbe Stunde. Okay, es ging noch weiter. Eventuell hat dann eine Person sich eventuell Tabletten gekauft, eventuell irgendwo, und hat die dann eventuell auch auf einem Tisch, wo nebenan die Leute im Restaurant sitzen und ihr Essen ganz in Ruhe, zerkleinert. Und der Restaurantbesitzer steht daneben und freut sich. Eventuell. Eventuell. Und das innerhalb der ersten halben Stunde. Also es war echt krass. Waren viele Eindrücke, die es zu verarbeiten galt. Und war das, wo war jetzt die Pointe? Na, ich hab das war keine Pointe. War keine Pointe, aha. Es ging sonst noch mehr ab, aber ich will jetzt nicht so viel. Das ging jetzt wirklich nicht so ab, also es war sehr. Fick dich, Mann. Ich wollte nur die erste halbe Stunde mal zusammenfassen, weil das war echt krass so. Einfach wie die dir auf die Straße pissen. Egal. Du musst das war von The Dark T 09. Ja. Du musst es immer nicht vorstellen. Ja, der Spirale, der Akku. Alter, es ist eine Wand, die wie eine Schnecke aufgebaut ist. Von oben. Du gehst von der Seite. Oh, Mann. Oben. Du gehst da rein und bist dann, wenn du drin stehst, blickgeschützt. Mhm. Aber die Spirale fängt halt erst einen halben Meter über dem Boden an. Das heißt, du musst erstmal die Treppe hochlaufen. Nein. Alter, die steht einfach nur da. Aus Metall. So eine Konstruktion von oben. Auf der Straße. Du gehst da rein, stehst dann am Ende. Das ist wie eine Kabine, Alter, wo dann halt unten halt so viel Platz ist, wo man noch durchgucken kann. Auf Stelzen vermutlich. Ja, also, steht's ja nicht. Ah, okay. Auf Stelzen. Und die pissen auf die Straße und es stinkt da übelst. Und nebenan sind die Nutten. Geil. Und da ist die Polizei. Die sind zu arm, da ein Beet hinzumachen. Und nebenan stehen so alle und wie ich erzählt habe, dübeln sich einen nach dem anderen rein. Und es war einfach nur so ein bisschen was anderes. Deswegen war die erste halbe Stunde sehr interessant. 8VS, wie findet ihr das Ende von Breaking Bad? Haben wir noch nicht gesehen. Tut mir leid, muss ich enttäuschen. Daniel Crazy Mirko, seines Zeichens Cold Mirror in männlich, zieht ja jetzt nach Weimar. Ich kenne Crazy Mirko nicht, oder ist das Mirko LP oder wie der heißt? Nee, ich glaube nicht Mirko LP. Zwingt ihn dann mal bitte dazu in euren... Erzähl mir mal mehr über den. Ja, also guck mir das was an. Noch nie gehört, Alter. Nee, erzähl mir mehr über den. Schreib das mal in die Kommentare. Jetzt, sofort. Und Fernsehgorilla, habt ihr bei den neuen Dancer-Videos Funkkopfhörer? Nein, ich habe das einfach an meinem Handy angestöpselt. Wäre cool, wenn ihr das mal erklären könntet. Deswegen doch auch mehr als die Outtakes, wo ihr auszusehen auf Pause. Ja, weil hier Touchscreen, ich finde Touchscreen total dumm. Handy, Kopfhörer, fertig. Ja. Gut, das wäre das. Kommen wir jetzt noch mal kurz zu GTA. Während ich die dazu kommen gestellten Fragen finde, könnt ihr kurz mal sagen, wie findet ihr GTA? Mhm. Richtig geil, richtig top. Ist gut. Ist gut, ist so gut, wie ich es erwartet hätte. Spasten. Nichts, wo ich mich beschweren könnte. Michael, Frank und Trevor erleben Abenteuer gemeinsam zusammen auf einer Insel. Also richtig lustig. Ja, diese mit der Insel, das gefällt mir irgendwie nicht so. Also bei San Andreas war es halt so viereckig und dadurch hat es irgendwie so ein abgeschlosseneres. Bei der Insel fühlst du dich halt die ganze Zeit wie auf so einer Insel. Aber und da fühlst du dich so eingeengt. Aber ich finde es auch so total künstlich, wie mit so unsichtbaren Wänden abzuschließen, weißt du? Nee, das ist ja nicht. Das ist, finde ich, gut, ja. Das finde ich gut. Mit unsichtbaren Wänden. Aber dadurch, dass es so oval ist und so in die Länge. Also wäre zum Beispiel die Stadt genau in der Mitte, wäre das Gefühl, glaube ich, nicht. Aber dadurch, dass die Stadt da ist und da ist das Land, da ist der Berg an dem Ende, weißt du, dadurch wirkt das halt so künstlich und so wie, du fühlst dich so ein bisschen verloren manchmal. Einige Leute, manche kam es ja sogar so vor, als wäre die Welt kleiner als besser. Du kommst dir echt selbst vor, ja. Das Ding ist nicht der Fall. Ist, ja, nee, die ist auf keinen Fall kleiner. Das Ding ist, hätten die das so gemacht, dass es eine Insel sein soll, dann fände ich das gar nicht schlimm. Aber es ist ja San Andreas und es heißt ja, San Andreas ist einfach ein Bundesstaat von den USA. Und dadurch kommt das ganze Gefühl so ein bisschen, weißt du, kommt mir übelst seltsam vor, weil die USA nun mal nicht so aussehen. Ja. Übrigens hat Nomash das hauptsächlich gefragt. Die kreativste Frage des Abends, wie findet ihr GTA 5? Ja, aber sonst, geil. Habt ihr irgendwas auszusetzen, so was richtig uncool ist? Richtig uncool, wenn wir spoilern, wird es dann nicht. Nee, sagen. Einfach nur Gameplay. Richtig blöde.
Ich vergleiche es halt immer mit San Andreas, aber das ist jetzt nicht großartig schlechter. Es ist auch nicht klein, also es ist minimal nicht weniger gut, muss ich sagen. So. Also ich sage, ich glaube, hätten die einfach San Andreas in HD halt gemacht mit der Engine und so, mit der Grafik. Neue Mission? Nee, genau dasselbe nochmal. Wäre das trotzdem, fände ich das besser, weißt du? Jetzt das stört mich zum Beispiel ein bisschen, dass es wirklich nur diese eine Insel gibt. Das fand ich nee, die eine Stadt, das finde ich doof. Naja. Ja, 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 klar. Ich glaube, dieses Dorf, das könnte auch eine Stadt auf einer anderen Insel sein, wie doch San Andreas. Aber vielleicht kommt hier noch ein Add-on. Ja, das hoffe ich, dass mit einem Add-on San Fierro wiederkommt, ey. Das finde ich ja, das macht irgendwie so eine Brücke reinquetschen in die Welt. Genau, warum nicht? Ja, klar. Lassen sich halt diesmal ein bisschen mehr Zeit für ein Add-on und dann machen sie es größer. Fände ich cool. Könnte ich mir so vorstellen. Aber was bei mir, was ich bemängel, ist natürlich ein bisschen oberflächlich, aber das ist das extreme Kartenflimmern. Sack geht. Oh. Ja, ich weiß, aber sonst ist halt alles perfekt. Viel mehr stört mich das gelegentliche Ruckeln, aber das stört mich auch nicht sehr. Ich finde ein bisschen kacke, dass Michael und Trevor nicht so hoch BMX springen können wie Franklin. Es geht wie übrigens auch gesagt, ich kann nämlich nur mit Franklin cool BMXen. Na, weil er ist ein... Was? Ja, er hat halt sehr viele dunkle Hautpartikel. Das ist dumm, ey. Deshalb kann er gut Fahrrad fahren. Nee, aber an sich, das ist halt echt schwer, weil San Andreas ist mein... Game All-Time Favorite mäßig, ne? Mhm. Und San Andreas ist auch nach wie vor, glaube ich, noch vorne bei mir. Ja, ja, klar. Es ist halt, es kommt nicht ran, aber es ist wirklich verdammt gut. Und jetzt ist das Mission des Design, das wirklich übelst kreativ ist. Oder wirklich, also jedes Mal aufs Neue denkst, wow, das ist was anderes, das macht wieder, das ist nochmal was anderes, das habe ich auch noch. Und ich denke, das hast du noch nicht gemacht. Das gibt, bei welchem Spiel gibt es das, wo du immer wieder denkst, das habe ich noch nicht gemacht. Wie oft das, nur lachen, das erlebe ich, gerade zum ersten Mal. Es gibt bei vielen Spielen, dass das im Laufe der Zeit wiederholt sich. Vor allem in dem Genre ist es echt, weil es gab ja jetzt, ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben auf Giga. Es gibt ja so viele GTA-Klone mittlerweile, die ja im Prinzip alles dasselbe gemacht haben, schon. Und trotzdem schafft es GTA halt neue Missionen zu machen, die so noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel so ein Saints Row, ich mein, das nicht mal annähernd. Im Prinzip ist es ja eigentlich nur Farmen, Laufen, Schießen. So, aber daraus machen die halt echt kreative Sachen. Yoga kannst du noch machen. Ja, genau. Ja, das sind ja Minispiele. Weil bevor jetzt GTA 5 rauskam, habe ich Saints Row 3, ich weiß, es ist schon etwas älter, aber trotzdem, ich habe es dann durchgespielt und extrem gefeiert. Ich fand das sehr geil. Also es liegt natürlich auch an dem Humor, aber ich finde trotzdem, dass mich... keine Ahnung, das GTA mit diesen Missionen einfach, da kommt so ein Saints Row nicht mal annähernd dran. Auch wenn das halt so witzige und abgedrehte Missionen hat, ist es dann halt doch so, dass du am Ende dir denkst, ja, jetzt mache ich aber trotzdem noch dasselbe. Die kommen nicht mal annähernd an so eine Vielfalt ran wie GTA 5. Also wo du in jeder Mission irgendwas anderes machst und dir denkst, und du wirklich denkst, was er gerade gesagt hat. Das war die Flasche, oder? Was? Ekelhaft, Michael. Das schneidest du raus. Nein, das lass ich drin, weil du meine Freundin anscheißt. Mach ich nicht. Jetzt ich drin. Oh! Alter! Der war richtig gemein. Ja. Was machst du jetzt? Ja, um beim Thema zu bleiben. The Micro 99 sagt nämlich, ich muss ja sagen, ich finde es schön, dass solche Animationen wie beim Friseur in GTA 5 so schön unrealistisch sind. Das finde ich viel besser, als wenn es realistischer wäre. Was sagt ihr dazu? Ja, im YTD-Video war es realistisch. Die lustigen. Anna, was hältst du denn vom YTD-Video? Von welchem? Anna hat sonst nichts zu sagen. Ich weiß nicht. Vom YTD-Video zu GTA, was ich dir letztens gezeigt habe. Ich habe das Video gesehen von YTD und der Herr Rodes fragte mich nach 2 Minuten, ob ich denn überhaupt noch Lust habe, das anzuschauen. Ich hatte keine Lust, das kam mir auch schon vor, als würde ich 20 Minuten davor sitzen. Und wir haben es uns tatsächlich die 4-5 Minuten reingezogen und es kam mir echt ewig vor. Es war langweilig, es hat sich total gezogen und wirklich nur die Zeit rausgeschunden. Es war öde, wirklich öde. Fürchterlich. Weil wie Phil jedes Mal, wenn er sein eigenes Gesicht sieht, sagt, boah, das ist ja hässlich. Ja, der Witz wird auch nicht alt, oder? Nö, niemals. Die machen ja öfter so GTA-Dinger schon. Das machen die bei jedem jetzt, wenn sie sieht, boah, das ist ja hässlich. Ja, der ist nicht alt am werden, der Witz. So viel dazu. YTT. Nichts gegen YTT, aber... Doch, schon. Ja, YTT-Haten ist auch so im Trend, weißt du, aber... Ja, und nur weil es im Trend ist, heißt ja nicht... Nein, ich hate ja auch die Leute an sich nicht, oder die Jungs, ja, wie die alle heißen. Vielleicht auch das, was die Firma da aus dem macht. Ich find's nur krass, dass die Leute das so krass feiern, weil... Wir waren noch im Video-Day, wir haben gesehen, wie es war. Humor ist natürlich verschieden und so, jeder hat seinen eigenen Humor. Mich wundert es einfach nur, das ist es, glaube ich, dass genau dieser Humor, der Humor der breiten
Masse ist. Zur Seite schreien. Die werden gepusht und alles. Ja, trotzdem. Kannst du nicht sagen, das ist die sind ja nicht von nur durchs Pushen hoch, also die werden ja auch gefeiert. Ja, klar. Es ist klar, dass sowas wie schwarzer Humor niemals irgendwie der Konsenshumor sein kann von der Masse, aber das, ja, ich bin halt nicht mehr 14, vielleicht hätte ich das übelst abgefeiert. Deswegen kannst du ja nicht sagen von der Masse, weil es ja, ist ja halt die Masse der Masse. Genau, 14, 15, 13, 12 Jahre. Ja. Und dazu wollte ich noch sagen, dadurch, dass GTA so mega realistisch ist, fallen dir jetzt die Kleinigkeiten noch mehr auf. Das ist ein bisschen... Das ist jetzt so quasi die das haben sie sich ihr eigenes Grab, ist kein Grab, aber weißt du, dadurch, dass sie so krass ambitioniert sind, fällt dir jetzt noch so kleine Fehler, fallen dir natürlich umso mehr auf. Aber wie jetzt zum Beispiel? Na, die Animation beim Friseur, darum ging es ja gerade, dass die halt unrealistisch sind. Aber egal, dazu wollte ich noch sagen, habe ich heute ein Video gesehen, übel geil, wenn du mit Franklin oder Trevor gegen das Haus von Michael schießt, mit einem Raketenwerfer. Mhm. Dann ruft dich Michael an und sagt, hör auf mit Raketen vor mein Haus zu schießen. Einfach so. Absolut. Das ist doch auch, ich meine, so eine Detailfolge. Das ist wirklich krass, diese kleinen Details. Auch wenn du mal anfangen, einfach nur von dem Autohaus, wo du arbeitest, das Auto vor dem Autohaus nimmst, um damit rumzufahren, dann ruft dich auch der Besitzer davon an und schnauzt dich an, dass du es nicht machen sollst und dass du gefeuert wirst oder so. Und das hätte einfach das hätten andere Open-World-Spiele, glaube ich, nicht so gemacht. Also ich meine, komisch, ich bin gerade an der Stelle. Hör mal kurz weg. Alles Feuern hier. Wo Trevor Michael umbringen möchte. Alter! Ich hab doch gesagt, hör kurz weg. Ja, ich auch. Ja, scheiße. Und jetzt haben sich die beiden zufällig getroffen. La, übrigens auch. Ihr müsst nicht lala machen. Haben sich nicht die beiden halt zufällig getroffen. Ist doch egal. Und Michael meinte halt nur zu Trevor, du musst halt jetzt aufpassen, dass du nicht so oft ausrastest. Ja, sollte man viel mehr arbeiten. Obwohl eigentlich Trevor gar nicht mal weiß, dass Michael noch lebt. An der Stelle bin ich ein Krass. War's das? Hast du fertig gemacht? Ich rede noch, siehst du doch. Okay. So. Bist du fertig jetzt, ja? Ja. Okay. Alter, du Assi! Alles Feuern hier. Ich hab's nicht mehr gehört. Du hast es zu ihm gesagt. Nein, aber er sagt zu dir. Oh, jetzt piss dich jetzt erstmal an, Alter. Ich mach das weiter. Wein doch. Ich wein total. Du hältst doch hier rum. Kameratyp sagt nämlich dazu noch, wie wär's mit deinem Nosferatu-Gang in GTA 5, wo Madutis zusammen mit dem Triathlon-Weltmeister Juweliere überfallen können. Ja, hab ich vor, aber da muss man halt auf diese Seite gehen, hier Social Rockstar Games, Social Club, irgendwas. Und da hab ich bis jetzt noch nicht geguckt, was da so geht. Aber ansonsten hätte ich da Bock drauf, können wir machen, ne? Aber 16 Plätze sind da maximal frei. Du bist am Start. Kalle und Dani sind am Start. Robert sind am Start. Du auch. Ja. Ich bin am Start. Wird ziemlich schon eng. Philipp Bohrhardt. Scheiße, den musst du zensieren. Philipp B. der ist auch am Start. 7 Leute. Den habe ich heute übrigens übelst abgezogen. Ich habe heute das erste Mal GTA Online gezockt, weil es das erste Mal ging. 3 Stunden lang. Macht schon Gaudi, muss ich sagen. Aber so richtig gepackt hat es mich noch nicht. Außerdem zwischen den einzelnen Matches hat es mir ein bisschen zu lange gedauert. Also wenn du eine feste Party hast und dann halt immer zum nächsten Switch, so, das dauert dann bestimmt so 5 bis 10 Minuten manchmal. Das kann schon, schleifen. Jo, aber ansonsten machen wir das. Das wäre sonst der letzte Kommentar gewesen, wenn euch sonst noch was einfällt zu GTA 5. Ja, nur wegen GTA Online, so, was du jetzt meinst, das hatte ich noch nicht gepackt, aber ich finde bei so generell bei so Online-Spielen auch, dass es dann eher so mit der Zeit kommt. Bei mir zumindest ist es so, dass ich nicht nach den ersten 3 Stunden sage, oh, hat mich nicht gepackt. Genau. Ging ich weg. Außer bei Saints Row 3, das ist halt witzig. Ich hatte es mir von dir ausgeliehen. Da hatte ich nur die ersten paar Missionen gespielt und habe es dann irgendwie zur Seite gelegt, weil es mich nicht gepackt hat. Und jetzt habe ich nochmal angefangen. Und hab's einfach nur in einem Rutsch durch, ich war krank, und ich hab's in einem Rutsch durchgespielt und fand's und hab irgendwie auch die ganze Nebenmission und alles gemacht und hab's einfach übelst gefeiert. Also das ist so eine Sache, da man sollte sich an Spiele auch zweimal antrauen. Ja, GTA und mach ich bei fast jedem Spiel, also bei Spielen mach ich bei fast jedem Spiel. Aber um bei GTA zu bleiben, ist ja unser großes Thema. Ihr habt GTA Online jetzt noch nicht gespielt. Nö, ich hab mir gerade erstmal einen Account gemacht. Den es nicht gibt, ich hab den gesucht. Den gibt's. Dann schick du mir nur eine Frage davon, das ist ein fick dich. Was würde ich sagen? Ja, die haben nämlich das Intro online meiner Meinung nach besser gemacht als vom Hauptspiel. Weil, da fährst du so durch die Stadt. Oh, nicht spoilern! Ich habe auch noch nicht gespielt. Ja, aber das ist nichts Schlimmes. Du siehst halt nur Panorama von der Stadt so. Mhm.
Und das hast du in dem, im Singleplayer gar nicht. Da wirst du reingeworfen. Stimmt, und das finde ich viel, viel atmosphärischer gemacht. Stimmt. Fährst halt durch die Stadt und siehst so, oh, da Skyline und hier das Geschäft und so. Warum haben die das bei Hauptspiel nicht gemacht? Zumal du ja das jetzt schon kennst. Du kennst ja die Stadt jetzt schon, wo GTA Online kommt, weißt du? Ja. Und jetzt stellen die Stadt vor. Das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, spoilern. Sie wollen ja die. Ich glaube, sie wollen eher das so, dass du die Stadt im Singleplayer, dass du die Stadt noch selbst entdeckst. Halt, weißt du, so von wegen cineastisch oder ja. So richtig, dass man halt selber die Stadt erforscht. Deswegen ist auch die Map ja noch zugedeckt. Das fand ich, nach einer Zeit fand ich das übelst nervig. Ja, es ist auch nervig. Aber ja. Ist halt so dieses. Ja, weil du hast dann auch. Schatten des Krieges. Hä? Schatten des Krieges. Genau. Was? Schatten des Krieges. Das nennt man in Strategiespielen so. Ach so, Schatten des Krieges. Nein, weil du dann halt die ganze Karte aufgedeckt hast und dann hast du da noch so einen hässlichen Punkt, wo du eigentlich schon warst, bist aber halt nur nicht genau über diesen Punkt gelaufen. Und deswegen ist der da noch so ein hässlicher Fleck auf der Karte. Siehst du mal, das hält dich aber bei der Stange. Wenn du gar nichts mehr zu tun hast, gehst du zu diesem Punkt hin, toll. Um ihn freizudecken. Ja. Ja, das geht nur noch nicht so gesagt, aber das ist... Bei Dune 2 muss ich auch irgendwann die ganze Karte anmachen. Das war gerade Stichwort, ich kann es sagen. Immer ja. Am besten ist, wenn man jedes Pixel offen hatte. Und wenn dann noch ein schwarzer war, erstmal Panzer hinschicken. Genau, man hat erstmal, Soldaten. Ich habe wegen den Sandwürmern habe ich immer meine diese billigsten Soldatengruppen losgeschickt, wenn zwei ermordet wurden. Einer war immer noch da, der noch ein paar Runden drehen konnte, bis er auch tot ist. Aber die mussten schon die Karte aufdecken. Du musst ja gucken, wo gibt es noch irgendwelche Felder, wo kannst du noch ernten. Dann willst du erstmal wieder spielen. Wo ist das Lager? Na, auf der Playstation ja. Nee, wann? Also hätte ich Dune 2 für die Playstation, fände ich das richtig gut. Dann würde ich das mir auf jeden Fall nochmal richtig geben. So viel dazu mit das ja. Gibt bestimmt so ein ähnliches Spiel im Playstation. Ähnlich ist scheiße. Nee, ist wirklich so Dune 2, das ist das Ding mit diesen gruseligen Augen, die hin und her wippen, wenn du die Maus mitbewegst und die erzählen dir dann die ganze Zeit irgendwas. Das ist echt, das war eine Animation. Das ist auch. Es geht um den Typen, der immer so dasteht und den du nach Tipps anfragen kannst. Genau, und die erzählen dir immer was und je nachdem, wo du deine Maus hinbewegst, bewegt der seine Augen. Und wenn du auf die Maus klickst, dann klickt er auch. Und dann hast du halt jemanden vor dir, der die ganze Zeit so erzählt, was sehr wichtig ist. Und das kommt ziemlich cool. Wichtig. Das war damals, war das bahnbrechend. Mann. Scheiße, das war schon. Und wir hatten nicht mehr einen Gameboy, wir hatten dann einen Computer. Und wir hatten Dune 2 und Stunts und das war echt episch. Gut, dass das Hauptthema GTA 5 ist. Auf 7 Disketten war das. Mal durch, echt. Das sieben ist ja, du bist durch. Um das Thema jetzt zum Ende zu bringen, Markus, Dune 2 was ist geht bei dir so? Ja, bei mir geht es so, ich laufe jetzt hier aus dem Haus und dann, ja, was machen wir dann? Lest die Stereoanlage auf und aus? Ja, zum Beispiel. Gleich alle hier. Und alle. Ist es auf Englisch? Machen wir noch einen englischen Part, hier Englisch. Oh Gott, nicht klar, China. Ich kann man auch morgen machen, in Ruhe, wenn wir dein Video drehen. Leute. Also mein Handy-Akku macht halt auch... Aber machen wir morgen wirklich nur kurz, ich will das dann schnell... Du kannst ja kurz, wir sind ja noch einen langen Part. Leute! Wie viel Uhr wollt ihr das machen? Tschüss. Englisch war's durchmachen. Yo, lasst mal GTA zocken. Online. Ja, GTA. Alle, die Bock haben. Mein Account habt ihr jetzt. Ich habe übrigens noch einen zweiten Account, der heißt passenderweise noch SerafoTV, aber der ist nicht so. Den könnt ihr nämlich alle mal adden, weil da habe ich noch fast keine Freunde. Und da können wir auch noch mal zocken. So, das war's. Tschüss. Ja, das ist mein USA-Account. Und den habe ich einfach mal den Namen gesichert. So. Und GTA Online kann man ja mit dem auch zocken. Wollt ihr gerade nehmen, das hier? Aber ne, der ist halt nicht so oft online. Mit welchen Account machst du dann die GTA, die Crew, die GTA Main Crew? Weiß ich nicht, Leute. Auf jeden Fall wird das voll geil, lasst mal zusammen zocken, ey. Addet mich erstmal oder addet NosferatuTV, wie gesagt, der ist halt nicht so oft online und so. Tschüss, wir brechen jetzt alle auf. Wir brechen jetzt hier hin. Ja, tschüss. Hello, guys. I'm doing some product placement of my Wii U gamepad, so I'm reading questions. It is able to do the internet. Absolutely fine introduction. Yes. So, the first question is, where's MC Herodes? I am here right now. He's sitting right next to me. First of all, we have to show this huge amount of consoles behind us. There's almost everything, like this, and this, and of course, this, and yeah, this. Basically everything. Yeah, and
Latest news, he has a PS3. Hooray, hooray! Woo. And latest news, my hair is fucked up because of being water white. I had to cut. So I'm doing my highest grade in school, my 13th grade, and have to learn a lot of stuff and doing a lot of homework. That's why I have not been here the last two episodes in the English part. And because he hates you guys. Yeah. Anymore. And this year is this year he was in the German part 2 and he said he's he's the guy racist. Who gets killed every time he's in our videos, like Assassin's Creed, Breaking Bad. He was I'm the man who gets stuck in the tonne in the barrel. And we what is it? The Säure. Acid rain. The acid, and then he melted away, and then he was gone. So, yeah, that's any more Ask episodes on the main channel? Are we doing more Ask? Any more Ask episodes for the main channel? Yeah, there will be more. But as I said in the German part last time, it's pretty difficult and takes a lot of time and a lot of ideas, and that's why it's pretty complicated to do them. So it's not our priority, but we love those videos because they are extra long and extra creative and shit like that. And it's like, it's on YouTube, I think there's nothing similar except this one guy who stole our concept. Bray TV. Bray. Mediacraft Man. TV. Yeah, he's in a network. Yeah. And yeah, but except him, there's no one else who does such a concept, I think. You have a point on your hair and it grows a hair. It grows a hair because I didn't shave it. Yes. It's only one hair out of a point, out of a dot. Out of a dot. So, yeah, that's what Zach Prank asked. Before you guys ask, Kalle and Daniel are not here for the next 3 months because they are actually in the USA. They are in America and travel from West Coast to East Coast, but not mainly because they want to do crazy shit and film this, yeah. They just want to have, yeah, kind of vacation and get to meet new guys and have sex with them. Yeah, that's basically it. Mm-hmm. Yeah, so don't expect a public prank compilation in America or something like that. They are just there for fun and, vacation. So, in his data, Dana only says good times. Do you know what it could mean? No. Good times. Yeah. FEMA camps, yeah. Infinity Project promo. Yeah, I don't know. Mm-hmm. Yeah, and in America, there are nice people. Mm. Oh! Greta Janulowicz. Greta? Is it Greta? Robin is adorable. Janulity? Is there a... Janulity? What is it above the E? It's not like this. That's why I'm confused, but... Yeah! Robin is adorable. I'm not, because... Look at this face, isn't it adorable? Yeah. And America is quite nice. America is absolutely nice, yeah. I'm sorry guys, we... Immortals EL. That YouTube extension sucks. That was not even my country. LOL. Yeah, it's YouTube Magic Actions. It's not from YouTube. You have to download it from another site. Just Google it if you want to know where to get it. I don't know. Just Google it. But it's quite helpful and it's pretty cool to see how many subscribers someone has, and yeah, it's just some bonus information and some extra functions for your YouTube player, which is pretty cool. But you can find it out on yourself if you are interested. Yeah, I will try at my I got you featured one time on Amazing Life 24/7. I just remembered that. Okay. Oh, that was you! Great.
great. Yeah, that was Assassin's Creed 3 in real life. I was in that video. Yeah, he was in that video. It's on Giga, the channel of our friends, German channel, you might know it. It's the most viewed video with 1.8 million views right now, which is pretty amazing. And our friend of Giga says it's the video which got them the most subscribers, totally a total amount of 30,000, which is pretty many. Yes, it's a lot. But the funny thing is that, I mean, there are many international fans, and Giga only makes German videos, so they subscribe and get spammed with German gameplay videos. So, yeah, we could have used them better, but. Anyways, fuck it, it's amazing. Mm. Great. Mm. Great, yeah. So great. Mm. What video games do you play? Are you PC gamers or console players? Yeah, he has almost every console you can imagine. Mm. So some games. Yeah, we are at his place. We wanted to film yesterday when we were all together sitting in the restaurant, but the battery of our camera was dead. Sorry for that. Was ist das? I got it for 8 euros or something. Product on placement. On the dings. It's a game by McDonald's. So made by McDonald's. It has to be good. And Virgin Software. So Virgin Software. Virgin Games. It has to be good. Yeah. Show some PC games. Yeah. So Herr Modus is pretty amazed. By walking over. What's the word? Yeah, a fucked up market where everyone private, sells his stuff. His junk, basically. Just not his junk, his trash or. Junk? Stuff I don't know. Don't, because junk, you can say junk to your testicles, that's why I'm a bit confused. But I think it's junk also. Just trash. Private persons selling trash on the street. And yeah, he likes to go there and just get random old and shitty video games. They are not shitty, they are very good. They are very shitty sometimes. Old doesn't equal good, and retro is not always cool. So but this one is. We are mainly console gamers, I would say. Yeah, we are mainly console games. But the only two games I remember played on PC, these two, were greatest. Greatest games ever. Yes. For yeah, PC. And yesterday they talked about Dune 2, Dune, which is also one of the best games of my childhood, next to Stunts. And Rollercoaster Tycoon? No, it's too young. I think it's the older ones are Stunts for the sports driving. But I don't Dune think that anyone... Prince of Persia, the first game I had on my PC. Oh, yeah. And today we are playing GTA 5, of course. And if you want to join us, maybe we can do something about it. Yeah. My account is Suzy Lee, S-U-Z-Y-L-E-E. His account is Herodes Armloch. I can post it here, I can write it down here. And you can add us, and we want to do a crew, but it's pretty difficult because only 16 people can join that crew. And our people here from our hometown, hometown and our friends are already like 8 people we want in that crew, but other than that, you guys can join us. And so, if the crew is done when this video is out, I think I'm gonna check out the website today. And yeah, maybe then you can join us and play a little GTA, which would be cool. Immortalized EL, what is the worst thing ever you enjoyed the most? Yeah, okay. That's a pretty cool question, but it's a bit tricky. Because what do you mean? I mean, the worst, is it like the most painful? The worst moral, like, you know, it was like a crime, which we enjoyed. And then I can tell there are many stories, but I don't know if I like should. Getting hurt physically by girls. Okay. Okay.
Yeah, for me, if think what you want. If you mean crimes, then there are, I have many stories, but I don't know if I should talk about all of them. But which I enjoyed most. Worst. I can tell. A little inside information, when we filmed for Assassin's Creed 3 in real life, I climbed up the National Theater in our hometown. And because it's so cultural and so old, and it's a sign of culture and famous poets were here and stuff like that. That's why it's pretty... forbidden, pretty much forbidden, and pretty. The rules are pretty strict. So, if you touch it, then you are dead, basically. And I climbed up that thing, and then the police came, and they were. How many were there? Two policemen didn't follow you, but six security men. Because it was Zwiebelmarkt, onion market in Weimar, which is next weekend again. So it's. In 1 week it will be exactly 1 year past. And I climbed up that thing, and no big deal actually, just climbing. And when I came out, there were these people, the police came, and the security guards of that onion market, people walked. And yeah, they ran after me, and it was like in a football game, yeah? There was two guys there, yeah. Three first, over there. First he ran in this direction, yeah, and he came back with two security men after him. Yeah, it was like, whoa! And one got me at my costume, but I ripped his hand off and... Yes, you did. Yeah, basically. And then I took the hand here. I took the hand and I was running like, I don't know, 2 or 3 minutes. And right around the next corner where my stamina was completely fucked up and I couldn't run more, the security guard gave up and I was safe. It was pretty intense. It was not that bad. It was just bad because it was the National Theater. If I would have climbed up a normal building, it would be the same situation, but it would be the police wouldn't follow me like that. But I enjoyed that adrenaline rush, and that's why it was pretty cool. Mm. So, yeah. Absolutely. And there are many other stories, but maybe next time. The worst thing. Worst thing. Yeah. You did the live performance of Watch Dogs, so that's pretty bad. I didn't enjoy that. Yeah. But we did. So. Yeah, the Watch Dogs song in the beginning. I performed on a rap battle, which is quite trashy. Hmm. It takes place half a year or something, and the Veranstalter. Yeah, anyways, was willst du sagen? The Veranstalter? Yeah, the guy who organizes it. He's so a rapper, the most known rapper in our hometown. Yeah, and he's maybe, awesome. Maybe you can awesome. Can put in a clip of him of no. him now. No, no. 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 All right. We leave it. Yeah. Just listen for yourself. And now it's over, so next question. Steve Stevens, Daniel should do the trolling singer with Kalle, lol, definitely. Ah, because of this one video where yeah. he did... Yeah, I think he's German and he's referring to a Nostera Furz video where Daniel screamed like a little sissy. Trouble! Ah! Like this. Yeah, but it was just fucked up, and I think if you have such a fucked up voice for the duration of 4 or 5 minutes, it's pretty annoying for you to watch. But it's an annoying singer, so... No, it's a trolling singer. Annoying singer is something different. Okay. So he also asks, how did you guys meet each other? Yeah, he's my cousin, he's his brother, so he's my cousin too, and...
Yeah, I met Anna, when I was not even 1 year old. It was Easter and she was 2 and I was half a year. Yeah. And yeah, I was in the Kinderwagen, in the Kinderwagen, you know. And I smiled at her, at least her mom says it. I think yeah. That's not true. And I met Daniel in fifth class, and I met Kalle in seventh class. Did he get to your school, or did you get... No, we just met each other, because we were in a Capoeira project week. Yeah. Oh. So that's it. Not that spectacular. But we fell in love immediately. Steve Stevens, in your opinion, what's the limit between pranking and being disrespectful? Good question. Do you have any history in which someone got pissed? Really pissed? Not. Just a little, like, get the fuck away, but not like, I'm gonna kill you! Not like that pissed. And, yeah, there's a small line between disrespectful and pranking. And we try to do stuff which doesn't, you know... If you cause damage physically or psychologically to a person, then it's fucked up and you shouldn't do it. But I mean, touching someone like this is not bad at all. Or a small prank is not bad. And I mean, what's a good example? Yeah, we had it in the German part yesterday. You might know Vitaly, Vitalize TV. From America, he's a big prankster, and he did his Friday the 13th prank with a chainsaw, and he scared people by running after them. And for me personally, that's one step too far, because if you get the right person, which is mentally a bit not that stable, she might get, or he or she might get scared for the rest of her life, even if it's a prank. She can be scared, or he. Yeah. I'm saying she because I think if there's a little girl or a teenage girl or a young woman, grandma, or a grandma, and you follow her with a chainsaw, even he said there was no chain in that saw, but you can't. I mean, the chainsaw was on. It was like. And that in the middle of the night, and that's pretty fucked up. It's a amazing prank with good reactions, but it's one step too far for me. Yeah. Just watch the video of which Remy Gaillard did. He did it like 10 years ago or so, Friday the 13th prank, and it was better because it was more classy, you know, and no one got hurt physically or mentally. Or could have get hurt. It was more funny, and this was more really scary. So that's one step too far. Yeah. I'm voicing too. Yeah. So yeah, if you hurt someone physically, then it's really one step too far. So it was even in the Slender video that we did was even there were comments that said. That it was too far. Really? Yeah, there were a few comments that said that it would be too scary and too creepy. But the Slenderman looks just ridiculous because of this head. Yeah, of course, but if even this is too far, in some people's opinion, then yeah you could see... But chainsaw in the night goes. But the rating of Vitaly's video was amazingly good. So the dislike bar was not even you couldn't even see it. So good are the ratings. But I think it's too much. Yeah, and of course when we do pranks, it's like 30% pranking people and maybe 70%. Just making a fool of ourselves. That's why that's a bit different for us, I think. You know, if I do a Dragon Ball, like, rawr, no one gets hurt, you know? I'm just making a fool of myself. Yeah, so.
What are the worst and the better memories from school that you guys have? Yes, once my art teacher came in and said I stole her clock, and then I stole another clock from his class and gave it to her, and then everything was good. Yeah, he told that story in the German part. It was pretty just boring because he is at this very special Steiner school, Waldorfschule in Germany, and yeah, it's a bit we are natural. Not, yes, you know. Our classmates don't do crazy stuff. Yeah, that's gay, crazy stuff like his. Yeah, compared to our school, and you have to see, we already are a bit higher level school. You know, it's a gymnasium. It's like college, I think, and there is Hauptschule, which is the lowest school you have to do in Germany. And when you are there, the most fucked up shit happens. But we were in the higher schools, you know, in college. And even there happened really fucked up stories and really funny shit. And at their school, something like this doesn't happen. We did fucked up shit, but I just don't remember it. No. So it's... Ah! I don't know. Were things that we did, but... I already forgot our worst and best memories. Yeah, we broke out into our school once. Like there's a door where you can just put a stone between it, and then you can go into the school at night. So we did it once and just don't know, it was just cool. That was funny. So the point, I can't tell it quite like it was. Funny thing is that today I told them that even I broke in their school already, so. Because there's this huge gymnasium right next to the school, and there are pretty useful stuff like duct tape and city scooters or something like that, and baseballs, yeah, and many balls, and we just got in there, and I was skating in the gymnasium because the floor is so smooth, and then we stole like everything we could carry, balls and as I said, scooters and duct tape, everything you possibly could use, yeah, so. Everyone can break in that school. And another funny story, which I taught in the German part, we broke in, or a friend of us broke in to change his marks, because otherwise he wouldn't get his A level. And he didn't broke in like you would usually think. He used a rope, because he is, I don't know which is the correct word, but he's a mountain climber, you know. And so he has professional gear, and he used the fire entrance to get on top of the school, and then he used the rope to get down to the secretary, and then he broke in with a stone, hacked into the computer, because he's pretty familiar with hacking, and he changed his marks, and first nobody noticed that he did, but 1 year later it came out. But they never knew how he did it, so it's pretty cool. Yeah. Next question. Alabaster Skin Feyi. I still don't know how Faye Feyi Feyi is pronounced, sorry. Posh basically means upper class citizens, people who speak like the Queen. Oh, that's so kind of you, so I speak like the Queen. I'm 20 color, haha, why did you want to know? I think he thinks your profile pic is picture is kind of hot, if that's you. And I think you already said it's you. So, nice to meet you, Feyi. I think it's cool how original you guys are. Thanks. Unlike most pranksters on YouTube. Yeah, I said it before. Most pranks are like that structured that there's one prank which is done like 20 times in a video of 4 minutes duration, and that's pretty boring for me. I mean, I watched the first minute, and I already know the next 3 minutes, so I don't have to watch the whole thing. And that's why I like our videos, because we have one theme,
or one character, and then we do. There was one video where it was like the infamous prank. Yeah. Okay. Yeah. Sometimes we but because that wasn't that long. It was one video and it wasn't that long, so it's okay. Then. Yeah. It's okay, man. It's okay, man. And even though you're not worried about getting more subscribers, you definitely do deserve to have more recognition. X. And I think that X stands for kiss, so... yeah. Cool. Thanks. And cool that you noticed that we're not worried about getting more subscribers. I mean... I think it's cool like it is now, because if we would have 1 million subscribers or something like that, it would be pretty difficult to do such a video as we're doing right now. We would have to sort out, and then it's not that cool, I think. So, Greta also says, hello, do you guys have girlfriend / boyfriend? Do you have a boyfriend? And would you date a fan? I'm just curious. Why are you curious? Yeah. By the way, Robin is adorable. I wasn't there another comment by her saying I'm adorable, so that's the second one. Greetings from not too far from Germany. Lithuania. Ooh. Litauen. Ah. And if that question is too personal, don't answer it. So he has a girlfriend and has a boyfriend. Do you have a girlfriend, Maxi? No. Yeah, sorry to disappoint you, Greta, but I have a girlfriend. I mean, to answer your question, if I wouldn't have a girlfriend, dating a fan, first I would say, why not? But, okay, we are not that famous, but I mean, if there's a girl like interested in Ray William Johnson, okay, if I would be Ray William Johnson, I would think, yeah, maybe she just likes me for my fame and not for the person I am. Mm. But we are not in that position of a Ray William Johnson. But I just say, dating fans, why not? But if you are that famous, I would be concerned. Yeah, just don't date it because it's a fan. You have to do this because you like each other. Yeah. As I mean, dating doesn't mean you're together already, so you can give it a shot. Fun fact, there is a fan who's pretty interested in this young fella here, but he's not interested in her, so he's kind of a heartbreaker. He is interested in her. Yeah. Yeah, so, yeah. And Kalle doesn't have a girlfriend, he just has his, you know, his Bekanntschaften. Daniel has no girlfriend right now. So, because he's going to America, he was going... He had a girlfriend for a pretty long time, I think 2 years or so, but they broke up like 1 year ago, I don't know. And I don't think those guys would mind dating a fan, so... Greta, Lithuania is not far away, just come visit us. And then... Daniel. You know, a small number pushing. Yeah, that's a German catchphrase. Yeah, yeah. Eine kleine Nummer schieben is like a quickie, you know? Yeah, and then you're gone, one night stand. And if you translate it directly, it's pushing a small number, but it doesn't make any sense. Yeah, yeah. So, eine kleine Nummer schieben. Yeah, so... We didn't teach them insults. Yeah, so... Do it. An insulting word. Yeah, because we are teaching German, so I get the idea. So, what's your word? Yeah. Let's just come up with a funny one, like Gesichtselfmeter. Okay, Gesichtselfmeter. It's not insulting, it's more funny, and if you translate it, it would mean face free kick, but I don't know, not free kick, so in football,
if you are allowed to kick the ball on that dot right in front of the goal, you know? I don't know how this is called, because it's I'm not interested in football. 11 meters away from the goal. Maybe it's just called 11 meters shot, I don't know. So it would mean 11 meters face, yeah? And it just means... Face 11 meters. Yeah. Yeah, so Gesichtselfmeter just means that your face is fucked up. Yeah. It was a pretty cool insulting when we were kids. Du Gesichtselfmeter. Yeah. Jordan Panzer. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. You guys responded to my answers and you said I was funny. Holy cow, I'm freaking out here. Yeah, you are a funny guy. At least your questions are pretty cool and funny. Then he says he has a birthday on 24th and Kalle has on 23rd. Mm-hmm. And yes, Kalle, no, Robin, it's agenda. Good, you agreed with me or else I would have to come and find you. Yeah. Okay, question. What is your guy's favorite time of season? Mine is winter. Mm-hmm. And I have to absolutely disagree. I hate winter. Summer. I would love winter if it would be like 1 month. But last year it was like 5 or even 6 months long, extremely cold and snow in April, and I hate that because I would love winter if it would be warm in winter. So, snow and ice, yeah. But warm. You know, I like every season, but I don't like the extreme ones that much. Like summer and winter, I like more autumn and spring is my a bit more winter. Winter is really cool because of snow and you can do fucked up cool. things in but, snow, but it's just so cold. And I'm always happy about the season. If it's cold, it's... That's what I want to say. I hate it when it's cold. I hate winter because of filming and of course of skateboarding outside. And what you said is snowboarding and shit. That's funny, but only for like... 2, 3, 4, maybe 5 times, and then it's enough for me. I can wait for the next winter. So if winter were 1 month long, it would be perfect for me. Yeah. Jordan Panzer. And do you guys like any of these artists? ACAP? ASAP, doesn't it mean as soon as possible? Rocky, Ferg, Billy Talent, Guns N' Roses, Lil Wayne, Drake, Rick Ross, Pete Diddy, JC, Tupac, NWA, Alligator, Revolverheld, I spit on your ground. Yes, I know that's a lot of art. And these are a lot of hip-hop artists and American hip-hop artists. And I only like... No. Maybe Billy Talent a bit. Yeah, Billy Talent and Alligator. I would say. Yeah, Alligator is a German artist, German rapper. Yeah. Sorry, I'm not that interested in American hip hop. I do like Eminem, but I don't listen to him that often. Ah. Oh, and were any of you guys by the army? I think you mean in the army. AKA Bundeswehr. Yeah, it's the Bundeswehr in Germany. And a few years ago it was the Wehrmacht. A few years. Yeah, it was Hitler's Wehrmacht. Come on! If so, how did you like it? No. No one of us were in the army, and 2 years or 3 years back, we had to do it, but I didn't go there. I got a letter from the army saying, here, you have to go there and there, and I just didn't go there because I said, wenn sie mich wollen, sollen sie mich holen. if they want me, they have to pick me up, yeah, so, and they never came, and then there was this new law, so you don't have to join the army, and, yeah, he wasn't that old, yes, and Kalle was in school still, and, yeah, Daniel also was in school, and then this new law came. I was the only one who was old enough to join the army, but I said, fuck you guys, pick me up if you want me, because I don't want, to fight for a country, I think it's pretty stupid. Ben Howard, for Herodes, your penis enlargement trick from 2 videos back worked, but I need a new trick to further enlarge my PP. Please help. PP is always also. I think so. Yeah. There's this guru.
I don't know if that's the word, a fakir, a guy who sits on nail boards, and he was famous for stretching his penis like he had a stick, and then he wrapped his stick around it, okay, and he pulled up some weights with his stick, and it was pretty long, but it looked like this, but longer, you know, it's pretty flat. And maybe you have to maybe Google, this works. Search in Google for Penny Master. P E N I M A S T E R. 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 Youssef Ben Adi, that girl eats a lot, yeah. And is well known for eating a lot. So Ben Howard again. Do you have any pets? Mm-hmm. Yes. Two cats. If you could live in any time period, what would it be? 1950s in America for me. I think, and I would do the same, maybe 1940s or 30s. But she likes that Jesse area. You know the era of where L.A. Noir took place? Was it 40s, I think? With Frank Sinatra and so on. But I think today is pretty cool too. Yeah. Because of technical standards. I wouldn't live there, but I would visit the time before animals and humans were only... So dinosaurs? No, these are animals. Ah, okay. No, these are dinosaurs. Only plants. Ah, okay. But it's pretty boring. Yeah, but just visiting. Okay. Not living there. When learning English in school, did you ever think it was useless because you would never use English? No. No. I think English is one of the most important things to know in our times today because of globalization. And I mean, maybe in 50 years, English is the only language spoken on the entire planet. It would be pretty sad because language is pretty much connected to culture, but it's just pretty useful to have a language everyone understands, you know? Yeah. How does Herr Hodes like his new haircut? I like it very much, but when I got it, it was not quite professional done, and I wanted to cut the rest off to have the same length. But once I forgot to put the thing that you put on to the shaver that makes that your hair is has a it's the same length on every, you know. And I forgot to put it on, and I shaved here. And he was bald at this little zzt spot. So I had no hair at one spot here. Okay. But now it's not going back. it grew back. So. It grew back. And now I can. I can do like this. Yeah, nice. Ben Howard, how many shitty songs do you have to listen to get to the perfect song for Annoying Dancer? Not many. Just search the comments for cool songs, maybe for songs that I know already, because it's an advantage to know these songs. Because if you don't know these songs, you can dance to it, but I think it's not that entertaining because the dance moves don't fit, or I don't know, or even the beat drops and you should have to dance like hell and I don't know it, and I miss that spot, you know. Ich verpasse den Einsatz, you know. It's hard to put in words, sorry. Free Plague, why don't you guys put any of your costumes and shoot a few pranks or a plain video on some cosplay shows? Because if you are on a cosplay show or at the Gamescom, we are just one, you know, one in a huge crowd of extremely... holy fuck! Okay, sorry guys, the space on our SD card is almost empty. So if you're on a cosplay contest or something like that, we're just one of many people who are dressed fancy, and that's why we are not that kind of eye catchers. That's why our Gamescom video was more like talking to guys
that's why we tried something different. Ah, okay, last question. Pretty good. Ever heard of Singapore? I'm your number one fan from there. What? Singapore. Singapore. Yeah, we heard of it, but never been there. It's a band or Singapore is a country. Singapore. He means the country. Okay. Yeah. Ever heard of Singapore? He's his, he's our number one fan from there. Where did you ever thumb heard it of down? Singapore? I didn't. Of course you. You did. Oh, I'm sorry. I gave you a thumb up. I gave you a thumb up now. Yeah. Yeah, Singapore. Mm-hmm. I have no idea how it is there. I really don't know where it is. Sorry, I would say Asia. Yeah. But it could be in South America too. I think it's in Asia, Singapore. Or? Yeah. Well, I did it to the comment section. Actually, I'm pretty good at countries and geographics and shit like that. But Singapore, I'm not sure. Sorry. But you don't look like an Asian guy, so maybe. Yeah, I don't know. So cool that you can zoom in with Singa. Sweden. Yeah. This is Singapore. This is so cool. Just look at this. This you can do with your view. It's so amazing. I have a camera up here, but I glued some stuff. Because of the NSA. Because of the NSA, so it can't film me. And Obama is watching him, you know? It's no. In Asia. When he's here watching porn and masturbating, Obama yes. can see his dick. Yes. That's why he put some... And Obama wants to see my dick. Yes. My mobile phone says Singapore is an Asia. Yeah, but my Wii U can do it too. But Singapore is bestimmt near Russia, because Russia is in Asia too, but Russians don't look it's Asian. India. India? India. India. Okay. Looks like it's near so, India. Yeah. Our card is almost completely full. Sorry. Bye. Singapore. Ah, okay. Is it near? It's in Asia. Wait. Yeah. Yeah, the it's camera near is India. Right there. Oh. Okay. Oh, I can see your house, buddy. Oh, yeah. So cool. It looks so Asian, your house. Yeah. It's made of rice. See what you can do with your Wii U. Huh? That's so amazing. Okay. It's not only amazing, it's just unique. See it's what you unique. Can do with your Wii U. Oh, see bye. How far you amaze you. Wait, you. Wait. Is it? No, it's not. Where is it? Wait. What? Just look what? At my hair. Is this so Africa? Fucked up. Yeah, it's so fucked up, my hair. No. What? No, I think it's not near India. Yeah, see, it's more to the equator. Really far away. There it is. Can you see it? Can you see it? Can you see it? Can you see it?